Mr. Scotland Yard? Guten Nacht. Entschuldigen Sie, guten Abend. Ich bin vollkommen durcheinander. Was wollte ich denn jetzt? Ja, bitte. Jetzt weiß ich es wieder. Ich möchte eine Leiche anmelden. Lily Piper. Piper. Geschrieben wie Piper. Nein, nein, das bin ja ich, nicht die Leiche. Kessem House Victoria Station. Ich wohne hier im Soutreng und bin ganz oben. Im Büro von Mr. Marshall und Sohn mit beschränkter Haftung. Ja, ja, nein, wer die Leiche ist, weiß ich nicht. Sie liegt hier rüber, über den Damm. Da, also Gang, meine ich, wenn ich Damm sage. In Mr. Logans Büro. Ja, ja, das weiß ich nicht, ob ihr vielleicht nur übel geworden ist. Das nehme ich sogar an, nicht? Ja, mit so einem Dolch im Rücken, gucken Sie mal, ne? Ja, also ich meine, 7,5 Zoll muss einem ja übel werden, nicht? Ja, ja, ich kam hier rauf, um Staub zu wischen. Ja, ich bin ja hier zum Staubwischen angestellt. Also, ja, ja bitte, nichts anrühren, ja, alles so belassen, wie es ist. Ja, Moment mal, haben Sie belassen gesagt? Ja, bitte schön, bitte. Alles so belassen, wie es ist. Alle Türen abschließen. Warten bis... Nee, das ist mir zu viel. Entschuldigen Sie bitte, das ist mir viel zu viel. Das schreibe ich mir lieber auf. Ja, also hier ist natürlich weder Papier noch Bleistifte. Dafür ist es ja auch ein Büro. Aber ich hole mir mal was, ja? Ja. Belassen Sie mal alles so, wie es ist. Ja, Moment. Alles so belassen, wie es ist. So, da haben wir ja schon was. Oh, guten Abend, Sir. So spät noch im Büro. Oh. Ah! Haha! 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 Hallo! Jetzt ist die Leiche aus Mr. Logans Büro hier und es ist Mr. Marshall persönlich der Chef. Wenn Sie jetzt bitte hier nachkommen wollen, ich mache Ihnen Licht. So, bitte gehen Sie rein. Amüsieren Sie sich recht gut. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich. Ich bin unten. Moment, Moment. Wollen Sie mir nicht erst mal zeigen, wo die Leiche ist? Ja, da liegt sie ja. Ich sehe hier keine Leiche. So, na, dann sollten Sie mal zum Optiker gehen, guter Mann. Ne? Groß genug ist sie ja. 1, 2, 3. Bitte. Das ist aber nur sehr ungehörig. Mhm. Da ist sie gewesen. Ja, wenn das ein Scherz sein soll, dann hoffe ich, Sie sind unser Herr Inspektor. 1, 2, 3. Nun sind Sie unten. Jedenfalls sehr, dass unser Herr Inspektor Humor hat. Auf dem Weg hier ist er nämlich ja, schon. Ja, da ist er gewesen, ja? Nicht? Nee. Naja, also das kann ja nicht sein. Nee, das ist so. Vielleicht versteckt sie sich irgendwo, eventuell hier im Schrank, was? Ist klar. Ah! Sie sind sehr albern, mein Herr, ja? Mir ist nicht zum Lachen. Das Schöne, dann erzählen Sie mal, aber in Ihren eigenen Worten, bitte. Ja, bitte. Zuerst sah ich die Leiche in Mr. Logans Büro. Ja. Ich raste sofort runter zu meinem Mann, Fred. Mhm. Fred ist blitzschnell, wenn es drauf ankommt. Ja. Ich sagte, Fred, man hat Mr. Marshall ermordet. Mhm. Und schon legte Fred die Zeitung fest. Ein Mann der Tat. Und sagte zu mir, geh rauf und rufe die Polizei. Ja, das war sehr vernünftig. Nun wollte ich doch nicht in dem Büro telefonieren, wo die Leiche lag, das nicht? Ist klar, und als ich dann hier reinkam und Licht machte, denke ich doch, mich rührt der Schlag, da lag sie hier. Wer? Der Chef. Das wusste ich jetzt? Nicht sie, der Chef. Jetzt ist er weg. Das wird Inspektor Baxter gar nicht gefallen, Mrs. Piper. Ach du liebes bisschen. Was ist denn das für einer? Das ist der Schrecken vom ganzen Bau. Ach, Herrje. Aber jetzt haben wir es ein bisschen leichter. Gott sei Dank hat er die Grippe. Das ist ja noch ein Glück. Ist heute früh nach Hause gegangen und wollte ein paar Tage im Bett bleiben. Ach, das erinnert mich an meinen Mann. Wenn der sie mal hinlegt, bleibt er auch immer gleich ein paar Tage liegen. Auch ohne Grippe. Na, jedenfalls, wenn das Ganze eine Ente sein sollte, dann möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Ich kann gar nicht erwarten, was der für ein Gesicht macht, wenn der kommt. Ich sage Ihnen, der hat Tage, das gibt's gar nicht. Moment, Mrs. Piper, wo wollen Sie hin? Ich kann es auch nicht erwarten, was er für ein Gesicht macht. Ich fürchte, Sie müssen das erwarten. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Sie haben eine Anzeige erstattet. Jawohl, aber zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben. Sagen Sie mal, was stellt denn das überhaupt dar? Eine Leiche verschwindet. Ja, besonders, wenn sie eingeschlossen ist. Denn Sie hatten ja die Tür da abgeschlossen. Oh, mein Herr, Sie haben doch selbst gesehen, wie ich die Tür aufgeschlossen habe. Vielleicht ist sie dann da rausgegangen? Da ist ja immer abgeschlossen. Mrs. Piper, wann haben Sie wirklich dieses Büro hier abgeschlossen? Sofort. Sofort, oder? Sofort nach 10 Minuten. Ja. Ja, na. Musste mich doch erst ein bisschen erholen, nicht? Ich war doch vollkommen außer mir. Der Inspektor wird auch außer sich sein, was? Ja, der ist für seinen Humor bekannt. Der lacht blühen am Nordpol die Pfingstrosen. Ach, nein. Ich sag's mal, Mrs. Piper, Sie hatten nicht vielleicht einen kleinen getrunken, doch, was? Ja, ja. Immer. Aber nie so viel, dass ich weiße Mäuse oder Leichen sehe. Ja, sehen Sie, das klingt wie unser Boss. Klingt entzückend, muss ich sagen. Das kann auch nur mehr passieren. Sehr guten Abend, Sir. Oh. 1, 2, 3.
Ich hätte 6 Monate meiner Pension geopfert, nur um im Bett bleiben zu können. Und zeigen Sie mal, wo tut's denn weh? Ja, Sie meinen, wo die Leiche ist, Sir. Na, sicher. Ja, wir haben sie noch nicht gefunden, Sir. Wie meinen Sie das? Sie ist verschwunden, Sir. Sie ist was? Weg, Sir. Alles, was wir haben, ist diese Dame da, die uns angerufen hat, Mrs. Piper, Sir. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Harry Baxter. Das ist Inspektor Baxter. Ja, ja, bitte. Sicher. Ach, Mann, du siehst ja fabelhaft aus. Gut steht dir die Melone. Ach, guck mal, ganz grau geworden. Viel Kummer gehabt im Leben, nicht? Wir sind doch alte Bekannte von früher aus Ealing. Kennen Sie Ealing? Na, das ist vielleicht eine Gegend, kann ich Ihnen sagen. Können Sie bloß mit dem Beil aus dem Fenster gucken, ja. Er hat doch eine Cousine von mir zur Frau Betty. Der habe ich damals, wie geht's ihr denn? Der habe ich damals gleich gesagt, wen nimmst du, habe ich gesagt, weißt du, was du hast. Nun sag bloß noch, du kennst mich nicht. Lily Piper, früher Lily Harper. Ach, ja, wir kommen später darauf zurück, ja. Du, hör mal, Herrchen, er hat gesagt, du bist der Schrecken vom ganzen Bau. Also, na, ich kann dir sagen, mir war ganz schön mulmig. Und wer kommt rein? Du. Ja, ja, ja. Gott, wenn sich irgendwas amüsiert, ich habe genug Humor, mitlachen zu wollen. Ja, Sir, ich bin todtraurig. Das ist eine fabelhafte Qualität. Also ich muss sagen, man freut sich, wenn man sieht, wie die alten Freunde vorwärts kommen. Ja, vielen Dank. Also was ist, ich warte auf Ihren Rapport. Na ja, Sir, es war so. Also bitte würden Sie eine Sekunde still sein, ja? In diesem Zimmer lag eine Leiche. Als ich sie dem Herrn zeigen wollte, war sie weg. Also keine Spur von einer Leiche, Sir. Nun. Ach, Sie wissen, dass es eine schwere Verfehlung ist, die Polizei grundlos zu holen. Herrchen, hier hat sie gelegen. Dann ist das Mr. Logans Büro. Nein, das ist das Büro von Mr. Marshall. Sie sagten am Telefon, sie läge im Büro von Mr. Logan. Sehr fein beobachtet, ja. Da lag sie zuerst und dann lag sie hier. Wo, genau? Geh zur Seite, zeige ich dir's. Geh. Da. Genau auf diesem Stuhl. Ja, hier ist sie jedenfalls nicht mehr, ne? Ja, aber da hat sie gelegen. Ja, also Mrs. Piper hatte die Anweisung, die Tür abzuschließen, Sir. Unnötigerweise vergingen 10 Minuten zwischen hinausgehen und abschließen. Darf ich mal fragen, warum? Ja, du hast gut reden, wenn es zu spät ist. In dem Moment habe ich mich auf deine Melone gesetzt. Ich fürchte, ich habe sie demoliert. Siehst du, ich hatte recht. Collard, was halten Sie davon? Ja, man muss ihn neu pressen lassen, Sir. Prost, Gesundheit, Dankeschön. Das mache ich jetzt alles für dich. Ich sollte jetzt eigentlich mit 3 Aspirin im Bett liegen. Oh Gott, Herrchen, du machst mich ganz nervös. Mir zittern direkt die Hände. Guck dir das an. Guck mal hier, Blut. Gerissen habe ich mich auch irgendwo. An Ihrer Hand ist ja auch Blut, Sir. Ja, hier, hier. Hat er sich auch gerissen. Der Stuhl, Sir. Es ist Blut. Harry, du meinst, das ist Blut von dir. Und ich wollte das gerade. Oh, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Bitte bemühen Sie sich nicht um mich, meine Herren. Ich werde nie ohnmächtig. Wo geht es da lang? Das ist Westerweiß. Büro ist abgeschlossen, Herrchen. Musst außen rumgehen. Ja, Sir. Na, das ist aber ein Ding, was? Wenn der die Tür anfasst, geht sie auf. Ist einer drin? Nein, niemand. So, und jetzt geben Sie mir mal den Schlüssel zu Mr. Logans Büro. Da haben Sie ja wohl abgeschlossen, ja, oder? Ja, klar. Ah, hier bei mir auch mal. Ja, ja, warte, dann nehme ich ein bisschen mehr. So, komm mal her. So. Geben Sie mir den Schlüssel. Den habe ich nicht. Wo ist der? Der steckt. Er steckt. Er steckt, Sir. Vielen Dank. Gott, erzählen Sie mal nach, man kann ihn. Ja, Mr. Logans Büro, das über ist... Über Gang rüber die Tür, direkt neben Personalklo. Ja, vielen Dank. Herrchen, ehe du kamst, war mir ja ganz schön mulmig, sag ja, ich. Ja, tatsächlich, was? Was ist denn los? Die alten Freunde zählen wohl nicht mehr, was? Na, sie habe ich bestimmt nicht vergessen. Nur das möchte ich noch ausgebeten haben. Weißt du noch, wie du immer zu uns in die Küche kamst, Bratheringe essen? Ja, die Zeiten haben sich geändert. Ja, meine Bratheringe nicht. So, dann setzen Sie sich mal hin, ja? Ja, gerne. Wo willst du das, ich? Möglichst, wo ein Stuhl ist. Dann setz dich hin. Ja, ja, gerne. Bitte! Wohl nervös, wa? So. Jetzt erzählen Sie mir mal Ihre Geschichte von Anfang an. Du meinst, wie du damals in Ealing weggezogen bist? Nein. Sie haben eine Leiche gefunden. Ich möchte Einzelheiten hören. Ach so, ja. In meinen eigenen Worten. Ja, in möglichst wenigen. Ja. Also, es war also bitte, so, Coach, ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ach, du liebes Bisschen. Na, das wird lange dauern, wenn du mich nämlich schön unterbrichst. Bevor ich angefangen habe, kann ich ja meine Gedanken gar nicht ordnen. Sie sind also als Raumpflegerin bei Mr. Marshall angestellt? Ich war als Raumpflegerin bei Mr. Marshall angestellt. Unter meinem Gatte Fred als Hauswart. Ach du, Fred, erinnerst du dich an Fred? Der wird staunen, wenn ich dem erzähle, dass ich dich hier getroffen habe. Jetzt ist er krank, er liegt schon seit vorher Woche, er hat sich verhoben. Mr. Marshall hat ihn rausgeschmissen. So, warum? Er sagt, Fred eignet sich nicht zum Hauswart. Sein Hobby nimmt ihn derartig in Anspruch, dass er alles andere darüber vergisst. Darf ich fragen, was sein Hobby ist? Er sammelt Flaschen, Gin,
Brandy. Also, bitte, wo waren wir stehen geblieben? Warte mal, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, bei der Leiche von Mr. Marshall. Wie weit war ich denn da gekommen? Nicht weit. Genau wie du, als du mit mir aus warst. Also, ich habe eine Idee. Ich frage, Sie antworten, das wird uns viel Zeit ersparen. Das finde ich ist eine gute Idee. Na schön. Also, erstens, das ist das Privatbüro von Mr. Marshall. Das war das Privatbüro von Mr. Marshall, als er noch lebte. Na ja, nun, und das ist das Büro von Mr. Westerwald? Das ist Westerwald. Und Mr. Logan ist auf der anderen Seite vom Korridor. Durchaus nicht und in keiner Weise. Der ist in Südfrankreich, ja. Der hat seinen Doktor in Oxford gemacht und Fred sagt ja immer, er traut ihm nicht so weit, wie er ein Klavier schmeißen kann. Meinen Sie, der ist unaufrichtig? Gott, Harry, wie soll ich da sagen, unaufrichtig, weißt du? Na ja, also wir trauen ihm eben nicht, weißt du? Da gibt es eine Entzündung. Oh, bitte, Mrs. Piper, beantworten Sie meine Fragen nur mit Ja oder Nein. Wer ist hier sonst noch angestellt? Ja. Na schön, in Ihren eigenen Worten. Wer ist hier noch angestellt? Du verlierst einen Knopf, weißt du das? Hier, komm her, schnee dann an. Ist doch schade drum. Nun sag mal, hast du denn kein Zuhause? Aber guck mal, das habe ich an Betty immer gehasst. Das Wesentliche im Leben lässt sie außer Acht. Ja, bitte, Mrs. Piper. Also, da ist erstens Miss Selby, seine Privatsekretärin. Du, die ist ja ganz verrückt, den Chef. Woher wissen Sie das? Ach, Harry, ich weiß doch alles, was in dem Büro vorgeht. Ja, das glaube ich Ihnen auch so. Ich bin Spezialistin für Papierkörbe, ja. Also, Miss Selby ist im Herbst 34 geworden, sieht aber aus wie 35, ja. Und dann ist da Vicky, das ist die Tipse, die heißt aber eigentlich Victoria Reynolds. Das ist ein entzückendes junges Mädchen. Ist die auch in den Chef verliebt? Nee, nee, warte mal, ich will das mal hier nur so rumfummeln. Die ist ganz verrückt nach Mr. West dabei, aber das kann ich verstehen. Das ist ein entzückender Mensch, jung und freundlich. Ach, und er spricht so schön, weißt du? Der hat eine Stimme wie der Ansager im Fernsehen. So ein sonores Ding macht er da weg, nicht? Und dann hat er ein Muttermal hier auf dem rechten Schulterblatt und im Herbst ist er 32 Jahre geworden. Und in wen ist der verliebt? In mich. Das sollte ein Scherz sein. War Mr. Marshall verheiratet? Ja, mit seiner Frau. Oh. Die heißt Claire, eine sehr schöne Person, elegant, wunderbare Augen, in die musst du dich mal vertiefen. Und dann sehr schöne Hände, Herrchen, mit langen roten Fingernägeln. Bitte, bitte, ich kann sie trotzdem leiden. Sie ist nämlich immer sehr freundlich zu mir. Sie spricht immer mit mir. Und denke mal, die grüßt mich manchmal zuerst. Wenn ich sie noch gar nicht gesehen habe, kommt die schon und sagt mir guten Tag. Na ja, und Mr. Logan, was ist mit dem? Das ist der Planer. Darum hat er Ferien, verstehst du? Du sag mal, der ist aus dem Schneider, was? Überlege mal, wenn er nicht in London war, kann er ja Mr. Marshall gar nicht ermordet haben, ja, oder? Wenn er nun hier gewesen wäre. Hm? Ja, Harry, ich sage ja, der hätte. Der hasste ihn. Oh, der, alle hassten ihn überhaupt. Ach, haben Sie ihn auch gehasst? Überhaupt nicht, ich konnte ihn bloß nicht ausstehen. Ist das Mrs. Marshall? Das ist Mrs. Marshall. Und daneben? Die Leiche. Das ist Mr. Marshall, den kenne ich ja. Ja, dann sind wir schon sechse. Wieso sechse? Sechs Verdächtige, aber ich war es nicht. Ach so, Sie meinen, dass ich es war, ja, ja. Jeder, der Mr. Marshall gekannt hat, ist verdächtig und du machst keine Ausnahme. Du hör mal, ich habe einen Krimi gesehen. Da war dann der Detektiv, der Mörder. Ja, ja, ja. Goldert! Blutrauschießer, ja, mit Knochensehe und Schlachterbeil. Da haben wir was. In meiner Arbeit, Sir. Was ist dabei rausgekommen? Na, leider überhaupt nicht. So, wie spät ist es? Fünf Minuten nach zwölf, genau. Dieses stimmt haargenau, Sir. Was haben Sie denn, wieso haben Sie denn so spät nachts noch die Runde hier gemacht? Ach, Herrchen, nur bitte, hab ich da eben erzählt. Weil mein Mann Hauswart ist und krank. Ah, dann sollten wir mal die Wohnung von Mr. Marshall anrufen. Also, Sie wissen nicht zufällig die Nummer, Mrs. Piper? Ich weiß sie zufällig. Ja? Mefia 0124. Ach nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ach, bitte nicht. Ach, bitte was? Bitte nicht. Bitte legen Sie den Hörer hin, ja? Der Apparat vom Chef. Dieses Telefon ist für Personal zuständig. Pardon. Herrchen, du kannst an diesem sprechen. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Na, hoffentlich ist er glücklicher als ich und liegt jetzt gemütlich in seinem Bett. Na, hoffentlich liegt er auf dem Bauch. Ich kann mir das nicht gemütlich vorstellen mit so einem Dolch im Rücken. Na, Mrs. Marshall? Ist er dran? Ja, bitte entschuldigen Sie die späte Störung. Scotland Yard Mordkommission. Nein, nein. Inspektor Baxter hätte Sie noch gern gesprochen. Herrchen, komm, träume nicht. Ja, komm, geh da ran und sprich. So ist es hier da. Mach mal. Guten Abend, Mrs. Marshall. Ich hätte gern Ihren Mann gesprochen. Ach, der ist nicht zu Hause. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Ja, entschuldigen Sie, das konnte ich nicht wissen. Es tut mir furchtbar leid. Es ist eine reine Routinefrage, ja? Er möchte mich bitte anrufen, wenn er zurückkommt. Die Nummer ist... Meinst du hier? Victoria 1717. Victoria 1717, das Büro Ihres Mannes. Ja, ja, vielen Dank. Sie sagt, er kommt oft die ganze Nacht nicht nach Hause. Was meinen Sie, Sir? Dann sollten wir doch eine Untersuchung einleiten. Verbinden Sie mich mit Willis, mit ja? Willis, Sir? Mrs. Piper, wann kommt das Personal morgens ins Büro? Gegen 9.
Also Vicky immer die Letzte, Miss Selby immer die Erste, mit Blumen für den Schreibtisch vom Chef, siehste? Da, pass mal auf, Harry, das ist überhaupt die Einzige, die ihn vermisst. Ja, hier ist Willis, Sir. Ja. Willis Baxter, vermutlich ein Mord in Chatham House. Ich bin noch nicht ganz sicher, weil, ja, jetzt halte ich mal irgendwo fest, die Leiche ist verschwunden. Ja, 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 du hast ganz richtig gehört. Die Zeugin, ob die zuverlässig ist? Das ist eine Frechheit, kannst du dem sagen, ja? Nein, nein, eine Akte hat sie nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Na, ich kannte sie, als ich jung und schön war. Was denn, soll die dich doch verwechselt haben? Wann warst du denn schön? Also wir sollten der Sache nachgehen. Da ist ein Stuhl mit Blutflecken und wahrscheinlich Fingerabdrücke. Du hör mal, mach mich mal nicht schlecht bei dem Mann, nicht? Hier gibt es keine Fingerabdrücke. Hier ist alles tadellos staubgewischt, aber tadellos. Lass mal Richard Marshall fahnden. Bild und Beschreibung sind hier. Er soll der Ermordete sein. Und fang gleich an. Staubgewischt. Und erstklassig, sagte du, Harry, das möchte ich gleich mal richtig stellen. Das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mit der Polizei zu tun hatte, das war an dem Abend, als ich mit dir aus war. Goddard? Ja, Sir? Sehen Sie sich draußen noch mal ganz genau um, ja? Was denn schon wieder, Sir? Ja, ja, ja. Ja, der Inspektor will mit mir alleine sein. Ach, warte! Oh, ein Whisky würde mir jetzt verdammt gut tun. Was dir gut tun würde, das wäre ein heißes Bad und ein Brustwickel mit dem TV-15 tiefenaktiv, verstehst du? Mich musst du fragen, was dir gut tun würde. Ja, Sie müssen es ja bestimmt wissen. Ach, übrigens, sollten Sie dem bedauernswerten Opfer doch wieder begegnen, bitte lassen Sie es mich wissen. Selbstverständlich. Ich werde die Leiche höflichst ersuchen, Platz zu nehmen und sich einen Moment zu gedulden, bis ich dich angerufen habe. Oh. Immer noch nicht besser, was? Nein, nein. Na komm, hier hast du. Na, danke schön. Du geh mal hier weg, ja, bitte, ja? Moment doch mal. Nicht doch, Harry. Also, weißt du, das ist reine Schikane. Du hast gesehen, dass ich das eben sauber gemacht habe. Ekelhaft. Mrs. Piper, einen Punkt muss ich noch mit Ihnen klären. Da Sie leider die einzige Zeugin sind, müssen Sie bei allen Vernehmungen anwesend sein. Aber damit Sie gleich Bescheid wissen, wenn ich anfange, die Leute zu fragen, möchte ich hören, was Sie und nicht, was die und nicht, was Sie zu sagen haben. Ja, natürlich. Ich weiß, Harry. Du kannst aber schon trinken. Und noch eins, sagen Sie nicht immer Harry zu mir. Nein? Ach, ich habe doch früher immer Harry zu dir gesagt. Jetzt nicht mehr, Harry? Überhaupt nicht mehr, Harry? Nein, aber jetzt nicht mehr. Na gut, also wie soll ich ihn denn zu dir sagen? Also, würde dir Hugo liegen? Also, wenn wir allein sind, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. In Gegenwart anderer werden Sie mich in Zukunft mit Inspektor Baxter anreden. Bitte, ich werde versuchen, daran zu denken, Inspektor Baxter. Bitte sehr. Danke, Inspektor Baxter. Kannst du schnell trinken, Inspektor Baxter? So, jetzt gehen Sie mal da weg, ja? Wie? Ach so, ja, bitte. Oh, sehr liebenswürdig, Inspektor Baxter. Weißt du, als du gestern Abend mit Mrs. Marshall telefoniert hast, war ich richtig stolz auf dich. Der hat bestimmt gedacht, sie spricht mit einem richtigen Gentleman. Jetzt aber Schluss, Mrs. Piper. Ach, nicht doch, Harry. Guck mal, wenn andere Leute dabei sind, kannst du mich ja nennen, wie du willst. Aber wenn wir alleine sind, sag bitte Lilly zu mir. Nein, nein, nein. Harry, Lilly. Nein. Lilly, 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 Lilly. Lilly. Entzückend sagst du das. Mir direkt besser. Inspektor? Ja? Mrs. Marshall ist draußen. Oh. Ah. Soll ich sie rein? Ja, ja. Bitte sehr, Mrs. Marshall. Komm sehr rein. Dankeschön. Ach, Mrs. Marshall. Guten Morgen, Mrs. Marshall. Ich bin Inspektor Baxter. Guten Morgen, Inspektor. Ich kann es gar nicht glauben. Ihr Assistent hat mir gesagt, dass mein Mann ermordet worden ist. Es sieht leider so aus und ich bedauere es aufrichtig. Und Sie haben ihn gefunden, Mrs. Piper? Das stimmt, Madame. Wie entsetzlich für Sie. Bitte wollen Sie nicht Platz nehmen? Oh, danke, nicht nötig. Wissen Sie, ich wäre nie auf die Idee gekommen, meinen Mann als vermisst zu melden. Er blieb öfter nachts weg. Unsere Ehe war nicht gerade sehr glücklich. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Nein. Nein, nein, ich kenne niemanden, der... Siehste, guck, jetzt kommt der Schock. Siehste, kommt bei manchen Leuten später, kommen Sie mit dem. Setzen Sie sich mal hier hin. Dankeschön. So, ist doch besser so, ne? Wir müssen nämlich jetzt einige Fragen an Sie richten. Ach, ja. Ja, wir müssen doch versuchen, etwas Licht in dieses Dunkel zu bringen. Wir versprechen Ihnen, wir werden ganz behutsam vorgehen. Nicht wahr, Herrchen? Also, Madame, wann haben Sie Ihren Gatten zuletzt gesehen?
Mrs. Piper, ich stelle hier die Fragen. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Das habe ich ja eben gesagt. Brauchen Sie? Na, sehr gern, aber ich soll im Dienst immer nicht. Finde ich auch so. Oh, ja. Oh gern, danke schön. Ach so, du meinst da, ja, bitteschön. Danke. Ich habe ja danke schon. Schön. Oh, eine neue Nagelfarbe. Ach, das kleidet sie aber gut. Rosé, Harry, guck mal die Nägel. Hast du also nochmal. Also nochmal frage ich mich, mit wem ich hier zusammenarbeite. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Gestern, als er ins Büro ging. Er rief mich dann im Laufe des Tages noch an und sagte, er würde zum Abendessen nicht zu Hause sein. Und Sie können sich nicht vorstellen, dass es irgendjemand gab, der ihn nicht mochte? Ja, er hatte natürlich auch Feinde. Einen besonderen? Nein, aber er war nicht sehr nett zu Leuten, die ihn störten. Ja, allerdings. Moment, Mrs. Marshall, ich möchte alle Leute hier in diesem Raum vernehmen. Ich bin gern bereit. Sie können gern so lange woanders warten. Ich hole Sie dann, wenn ich Sie brauche, ja? Vielleicht nebenan im Mr. Westerbeis. Ja, gern. Wie Sie wünschen, Inspektor. Wird es lange dauern? Das hängt davon ab, wie ich hier vorankomme. Könnte ich dann ein oder zwei Telefonate führen? Aber klar, Madam. Bloß, wenn Sie ein Ferngespräch machen, müssen Sie aufschreiben. Ja, da besten Sie, ja. Dank, Mrs. Piper. Irgendwas Neues für mich, Sir? Nichts Außergewöhnliches. Harry. Was ist denn nun schon wieder? Außergewöhnliches. Mrs. Piper, ich führe hier die Untersuchung. Ja, das weiß ich doch. Aber ich denke, wenn mir etwas Außergewöhnliches auffällt, dann ist es meine Pflicht, es dir mitzuteilen. Ja, aber sie soll mich nicht dauernd unterbrechen. Sir, bitte. Also da hat Mrs. Piper recht. So. Ja, Sie wissen, das müssen wir. Na schön. Dankeschön, Mr. Goddard. Teilen Sie mit. Harry, ich hatte dir gesagt, sie hat ganz lange rote Fingernägel. Seit ich sie kenne, hatte sie die. Mhm. Heute sind sie kurz. Und bitte, was folgern Sie daraus? Sie hat sie abgeschnitten. Vielen Dank, Mrs. Piper. Ich glaube nicht, dass ich darauf gekommen wäre. Nein, Sir, das glaube ich allerdings auch. Machen Sie nicht, führen Sie mich selber rein. Aber Junge, Junge, was ist denn, was bist du denn so nervös? Ich will doch von dir bloß wissen, warum hat die denn nur die Nägel abgeschnitten? Mrs. Piper, ich will alle Angestellten hier in diesem Raum vernehmen. Ich bin bereit, mit Ihnen eine Ausnahme ja, zu machen. Ja, Herr Richin, aber ich denke, es ist meine Pflicht. Es ist Ihre Pflicht, jetzt endlich den Mund zu halten. Gott, wie ungehörig. Miss Selby? Guten Morgen. Ist es nicht entsetzlich? Ja, ja. Sie sind die Privatsekretärin von Mr. Marshall. Das habe ich ja doch längst erzählt. Wie lange sind Sie bereits in der Firma? 8 Jahre. Haben Sie gern hier gearbeitet? Och. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Blumen. Ach, die schönen Blumen. Soll ich sie ins Wasser stellen? Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Miss Selby? Inspektor, ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein wundervoller Mann das war. Ja, ich war gern bei ihm. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er... Und es besteht kein Zweifel... Laut Mrs. Pipers Aussagen nicht. Wann haben Sie Mr. Marshall zuletzt gesehen? Gestern Abend, gegen 7:30. Ich blieb länger, weil wir einen Anruf aus New York erwarteten. Aber es wurde später und Mr. Marshall sagte, ich könnte gehen. Ach, dann war er noch hier, als Sie gingen? Ja. Und die Eingangstür, war die verschlossen, als Sie das Büro verließen? Ja, natürlich. Ich habe sie hinter mir zugemacht. Miss Selby, als Sekretärin von Mr. Marshall kannten Sie ihn sehr gut. Wissen Sie zufällig jemanden, der ihm feindlich gesonnen war? Ach, viele Leute. Alle, die auf seine Persönlichkeit eifersüchtig waren. Mhm. Er verlangte von allen ihr Bestes. Wie meinen Sie denn das? Ach, ich möchte mich dem allgemeinen Geschwätz nicht anschließen. Für Rücksichten sind die Umstände zu ernst, Miss Selby. Mrs. Piper meint, dass Mr. Marshall ermordet worden ist. Sie müssen uns alles sagen, was von Nutzen sein kann. Also gut, dann schlage ich vor, Sie sprechen zuerst mit seiner Frau. Hat er schon, hat er schon. Ich habe bereits mit Mrs. Marshall gesprochen. Vielleicht wissen Sie, dass es da einen anderen Mann gab. Sie liebte Mr. Marshall nicht. Woher wissen Sie das? Ach, ich kannte Mr. Marshall recht gut, wie Sie so richtig bemerkt. Ja, aber nicht so gut, wie Sie gerne wollten, ne? Miss Selby, liebte Mr. Marshall seine Frau? Na, er war verzweifelt, ihretwegen. Wissen Sie zufällig den Namen Ihres Liebhabers? Ja. Bitte nennen Sie ihn. Na, was ist denn los? Nun spannen Sie uns hier nicht auf die Folter. Ich habe keine Beweise. Ich weiß, dass es wahr ist, aber ich könnte es nicht beschwören. Soll ich es trotzdem sagen? Ja. Ja. Es ist Mr. Westerby. Also, so ein Quatsch, Harry. Niemals. Miss Selby, Sie sagten vorhin, dass viele Mr. Marshall nicht mochten. An wen dachten Sie da sonst noch? Ach, ich nehme an, Mrs. Piper erzählte Ihnen, dass sie ihn mochte. Im Gegenteil, sie hat von Anfang an betont, dass sie ihn nicht mochte. Ah, wie klug von ihr. Sie, was wollen Sie denn damit sagen? Ihr Mann sollte entlassen werden wegen
Na ja, weil er das ist, was man einen Saufbold nennt. So, genug. Jetzt reicht es mir aber. Saufbold. Ja, natürlich war sie böse darüber. Sie hätte ihre Wohnung verloren. Also, Harry, das ist eine solche Verleumdung von der Person. Wollen Sie sich endlich hinsetzen? Mann, bist du stark. Ach, das ist ja fabelhaft. Direkt aus dem Stand. Also, so ungerecht von dir. Eine solche Ungerechtigkeit gegen Fred, denke mal an. Der Fred ist ein schwerkranker Mann. Selbst der Arzt hat gesagt, er ist der schwerste Fall von Hypochonder in seiner ganzen Praxis, der arme Kerl. Als Mr. Marshall ihn hinauswarf, hat er ihn da bedroht oder nicht? Nein, hat er nicht. Er hat lediglich zu ihm gesagt, Herrchen, er möchte ihm so gern mal im Park begegnen. Bedroht hat er ihn nicht. Miss Selby, Sie haben also keinerlei Vermutung, die irgendjemand mit dem Tod von Mr. Marshall in direkten Zusammenhang bringen könnte? Nein. Siehste, oh, entschuldige, das war ich in Gedanken, nicht? Lauter taube Nüsse. Mr. Westerby ist draußen. Ja, ich habe noch eine Frage, Miss Selby. Ja. Haben Sie einen Schlüssel zu diesem Büro? Ja, natürlich. Und haben Sie ihn bei sich? Ja, bitte. Dankeschön. Führen Sie Mr. Westerby. Nee, warte mal, Harry. Was ist denn jetzt schon wieder? Komm mal her, ich will dir mal was sagen. Wenn die sagt, sie ist um 7:30 gegangen, da hatte Big Ben aber eine ziemliche Ladehemmung gehabt. Es schlug 3/4, als sie gingen. Der Inspektor fragte mich, wann ich Mr. Marshall zuletzt gesehen hatte. Ich sagte um 7:30. Aber ich kam noch mal zurück, weil ich etwas vergessen hatte. Was denn? Dabei sah ich Mr. Marshall nicht, aber ich hörte ihn. Also, verstehst du das, Harry, wie sie das meint? Die meint, sie hatten nur gehört, aber sie hatten nicht gesehen. Naja. Kannst du weitermachen, Inspektor. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Mr. Westerwey? Ja. Robert Westerwey? Ja. Mr. Westerwey, das ist mein Freund. 1, 2, 3. Inspektor Harry Baxter. Sehr erfreut. Bitte, wenn Sie dort Platz nehmen wollen. Danke sehr. Dankeschön. So, guten Morgen. Dankeschön, Herr. Guten Morgen. Du bist sehr liebenswürdig zu mir. Ja, das war ein Schock für uns alle. Ach, einer muss ja davon, nicht für alle, Mr. Westerwey, einer muss ja davon gewusst haben. Naja, keiner von uns, denke ich. Aha. Wie lange sind Sie bereits bei Mr. Marshall angestellt? 2 Jahre. Zwei sehr lange Jahre. Mochten Sie ihn? Mochte ihn irgendjemand? Bitte beantworten Sie meine Frage. Nein, ich mochte ihn nicht. Aber er bezahlte mich sehr gut. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Es war ungefähr 6, als ich das Büro verließ. Und sind Sie direkt nach Haus gegangen? Ja, ja. Harry, Mrs. Harry. Piper, Sie sind still! Bitte, ich bin still. Aber du wirst dich wundern, wie abgrundtief still ich sein kann. Ich habe gedacht, wir sollen alle helfen, etwas Licht in dieses Dunkel zu bringen. Ich weiß ganz genau, Mr. Westerby ist viel zu nett, um jemanden umzubringen. Mrs. Piper, Sie werden zweifellos eine amtliche Einladung erhalten, um mir bei der Aufklärung dieses Falles zu helfen. Bis dahin muss ich Sie aber leider aber ich war bitten. Ja noch gar nicht am Ende. Das habe ich auch gar nicht zu hoffen gewagt. Mr. Westerby, ja. Sie haben sich doch jetzt bestimmt geirrt, wenn Sie sagen, Sie sind um 6 gegangen. Mein Gott, Sie haben ja recht. Sie haben recht, das hätte ich ja beinahe vergessen. Verzeihung, es war ungefähr 6:30. Aha. Nee, na? Es war 6:40. Und nun nehmen Sie sich mal zusammen. Ich krieg doch nur Ärger ihretwegen. Was haben Sie denn so spät noch im Büro gemacht? Ich hatte noch Besorgungen zu machen. Es war ungefähr 6, als ich zurückkam. Und dann hatte ich noch einiges aufzuarbeiten. Aha. Sind Sie mit dieser Aussage einverstanden, Mrs. Piper? Bitte, bin einverstanden. Vielen Dank, vielen Dank. Mr. Westerwey, Sie kamen um 6, blieben circa 40 Minuten. Ja. War Mr. Marshall noch da, als Sie gingen? Ja, das Licht in seinem Büro brannte. Ja, haben Sie ihn gesehen? Nein. Miss Selby, Sie gingen um 7:30. Sie kamen noch mal zurück, um etwas zu holen. 7:45 gingen Sie dann wieder. Sie haben gesagt, Sie hätten Mr. Marshall gehört, aber auch nicht gesehen. Sind Sie da ganz sicher? Natürlich sah ich ihn nicht. Aber ich habe allen Grund zu glauben, dass er hier war. Warum? Ach, ich sagte Ihnen doch, dass er einen Anruf aus New York erwartete. Außerdem hat er um 20.15 Uhr eine geschäftliche Verabredung. Er sagte, es sei sehr wichtig. Mit wem? Mit einem Mr. Warfield. Wer ist das? Tja, keine Ahnung. Nee, du denkst mal, den kenne ich auch nicht. Mr. Westerby? Ja? Kennen Sie Mrs. Marshall gut? Wie bitte? Ach, ich verstehe. Miss Selby hat es Ihnen gesagt. Ja, das habe ich. Miss Selby glaubt, dass ich ein Verhältnis mit Mrs. Marshall habe. Es ist nicht wahr, leider. Natürlich ist es wahr. Sie wissen genau, dass es wahr ist. Mr. Marshall hat es mir gesagt. Was hat Mr. Marshall Ihnen gesagt? Er hat es mir erzählt. Also hören Sie, ich habe mit Mrs. Marshall wirklich nichts. Ich glaube, ich sollte mich Mr. Westerbys Aussage anschließen. Ach, bitte nehmen Sie Platz. Ja, setzen Sie in den Sessel. Es ist der Beste. Dankeschön. Und da Miss Selby der Meinung ist, ich sei verliebt in Mrs. Marshall, habe ich auch Ihren Mann umgebracht.
Das wollte sie damit sagen. Man hat sie in keiner Weise beschuldigt. Nee, noch nicht. Also noch bitte. Nicht. Nehmen Sie wieder. Dankeschön. Ich glaube, ich kann Ihnen das erklären, Inspektor. Mein Mann nahm an, dass diese Geschichte von mir und Mr. Westerby stimmte. Es gefiel ihm nicht, dass wir uns mochten. Und mehr war es nicht? Ich mag Mr. Westerby sehr gern und ich bin sicher, dass er für mich die gleichen Gefühle hegt. Aber Ihr Mann glaubte, dass es tiefer ginge? Ja, er hat es mir offen gesagt. Grundlos? Er glaubte, einen Grund zu haben. Er engagierte sogar einen Privatdetektiv. Das ist hübsch, dass Sie es ihm gesagt haben. Es hätte nämlich lange nicht so hübsch geklungen, wenn ich es ihm hätte sagen müssen. Soll das heißen, dass Sie das gewusst haben? Na klar, Herrchen. Habe ich doch in seinem Notizbuch gelesen. Vorletzte Seite von hinten. Detektivbüro Argusauge. Ich wusste doch, dass da was nicht stimmte. Ja, und was stimmte nicht, Mrs. Marshall? Man erzählte meinem Mann, dass ich in Mr. Westerbys Wohnung in St. Johnswood war. Und das stimmte nicht? Doch, das stimmte. Aha. Aber nicht, um Mr. Westerby zu treffen. Ja, Sie meinen einen Dritten? Ja. Sie meinen, dass Sie Mr. Westerby, einen Angestellten Ihres Mannes, dazu gebracht haben, Ihnen seine Wohnung zur Verfügung zu stellen, damit Sie sich mit einem anderen treffen konnten? Klingt abscheulich, nicht wahr? Ja, also das muss ich ehrlich sagen. Sehr hübsch klingt das nur wirklich nicht. Also mich interessiert hier nicht die Moral, mich interessieren Tatsachen. Ihr Mann hat also Mr. Westerby verdächtigt. Wie ist Ihr Kommentar dazu? Es ist so, wie Mrs. Marshall sagt. Hat Mr. Marshall Sie beschuldigt, der Liebhaber seiner Frau zu sein? Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, und haben Sie ihm den wahren Sachverhalt erklärt? Nein. Mrs. Marshall und ich interessieren uns sehr für alte Stiche. Ich sagte, ich hätte ihr einige aus meiner Sammlung gezeigt. Alte Stiche. Du, das klingt aber nur zu dumm, ne? Entschuldige, Herrchen, dafür kann ich nicht. Hat Mr. Marshall Ihnen geglaubt? Nein, natürlich nicht. Es hat ihn aber nicht gestört, Sie weiter zu beschäftigen. Sie meinen, ob er mich kündigen wollte? Nein. Sein Geschäft war ihm wichtiger als seine Ehe. Vielleicht hätte er später getan, wenn er einen gleichwertigen Ersatz gefunden hätte. Sie kennen den Freund von Mrs. Marshall? Nein, ich habe ihn seltsamerweise nie gesehen. Nanu. Wieso Nanu? Was ist daran Nanu? Er ging ihm immer weg, ehe der Mann kam und kam zurück, wenn der Mann längst gegangen ist. Wie ein richtiger Gentleman. Sowas gibt's, Harry. Ich gab Mrs. Marshall einen Wohnungsschlüssel. Mrs. Marshall, ich möchte, dass Sie den Namen Ihres Freundes hier auf diese Seite schreiben. Bitte schön. Warte mal, ich hab schon da, Herrchen. Hier, bitte schön, ist ein Beispiel. Dankeschön. Da will er das nur hinhaben. Ja. Soll ich nicht da reingucken, ne? Nein, das kann ich nicht. Und warum nicht? Ich sehe auch keinen Grund, warum ich es tun sollte. Na schön, dann lassen wir es, aber ich glaube, dass ich später darauf bestehen muss. Da werden Sie nicht drum rumkommen. Sie strahlen ja so. Ja, Sir, Victoria Reynolds ist draußen. Ja, da führen Sie sie rein. Vicky, kommen Sie rein, Vicky. Vorsichtig. Ja, ich sehe es schon. Ach ja, das kann ich aber verstehen. Sir. Der ist ja ein Zippel, ne? Der Inspektor ist ein Jugendfreund von mir. Nein, wirklich. Miss Reynolds, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie wissen, warum wir hier sind? Ja, und es überrascht mich gar nicht. Was überrascht Sie nicht? Dass ihn einer umgelegt hat. Ich habe es ihm gleich gesagt, wenn Sie nicht aufhören, mich andauernd anzufassen, werfe ich Ihnen den erstbesten Gegenstand an den Kopf. Vicky, nun gucken Sie doch mal, wer hier noch im Büro rumsitzt. So alles, oh, Mrs. Marshall, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Das kann man aber doch auch nicht ahnen. Wollten Sie damit sagen, dass sich Mr. Marshall für Sie interessiert hat? Interessiert? Na, hören Sie mal, der war ganz schön scharf auf mich. Das ist nicht wahr! Und ob es wahr ist, Sie haben es doch selbst gesehen. Sie sind doch einmal, ein einziges Mal, und das war ein Missverständnis und nichts Zweideutiges dabei. Ich fand es auch recht eindeutig. Sie kam herein, als er versuchte, mich zu küssen. Dann nahm sie dieses Messer vom Schreibtisch und einen Augenblick lang dachte ich... Na? Na ja, wenn Blicke töten könnten... Sagten Sie töten? Das war doch nur so eine Redensart. Also wirklich, Inspektor, ich muss mich gegen diese Anschuldigungen verwahren. So eine Zimtsigkeit. Ach, Zimtsigkeit. Moment. Jeder von Ihnen kann es gewesen sein. Und meiner Meinung nach befindet sich der Täter jetzt hier in diesem Raum. Möchte ich nichts gesagt haben. Dann schweigen Sie. Ja, Herrchen, ich wollte doch nur darauf hinweisen, mit einem solchen Messer, so einem Papiermesser in der Art, ist Mr. Marshall ermordet worden. Herrchen, brauchst du nicht mit dem Taschentuch anzufassen? Habe ich doch eben geputzt mit Hela.
Na, du weißt doch, auf mich kannst du dich doch verlassen. Ne? Sie haben die Leiche gefunden, Mrs. Piper. Wo denn? Na, die war doch erst in Logans Büro, ja? Nicht? Und dann lag sie doch hier rum. Was wollen Sie damit sagen, und dann lag sie hier rum? Ich freue mich über Ihr Interesse, Mr. Westerwey. Mrs. Piper rief uns an und sagte, sie hätte hier eine Leiche gefunden. Als wir kamen, war sie verschwunden. Inspektor, vielleicht fragen Sie Mrs. Marshall doch nach dem Namen Ihres Liebhabers. Vielleicht sind Sie es doch, Mr. Westerwey, wer weiß. Also das ist eine Unverschämtheit, das verbitte ich. Ruhig, bitte um Ruhe. Und bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich muss Sie bitten, absolute Ruhe und Disziplin zu bewahren, bis ich meine Fragen gestellt habe. Und keine Unterbrechung mehr! Guckst du mich an? Ich habe ja überhaupt nichts gesagt. Also bitte, immer ich. Also nehmen wir an, jemand hat mit dieser Waffe Mr. Marshall ermordet. Sie, Miss Elfie? Aus Eifersucht. Sie liebten ihn. Wie lautet das Sprichwort über eifersüchtige Frauen? Da werden Weiber zu Hyänen. Ja, ich weiß. Oder Sie, Mrs. Piper, aufgebracht über die Entlassung Ihres Mannes. Wenn ich jemanden töte, nehme ich eine Kanone und kein Obstmesser. Oder Sie, Mrs. Marshall, Sie liebten einen anderen. Haben Sie Ihren Mann umgebracht, um freie Bahn für Ihre wirkliche Liebe zu haben? Oder Sie, Mr. Westerwey, stimmt Ihre Geschichte? Oder sind Sie der Liebhaber von Claire Marshall? Nein! Kinder, Kinder, ist das aufregend. Ich frage mich, wozu man fernsieht. Ja. Keine Störung. Das heißt, ich will nicht gestört werden. Ich weiß, aber ich muss Ihnen sagen... Oder haben Sie die Leiche gefunden? Die Leiche nicht, aber das, was wir suchen. Was ist denn hier los? Was zum Teufel haben Sie hier alle zu suchen? Mr. Marshall, der Chef. Eins, zwei, drei. Vicky, Sie haben gut lachen. Er war tot. Nun glauben Sie mir doch. Ja, das haben wir, bis er in der Tür stand. Oh, das war ein Reinfall, was? Was stört's den Mond, wenn ihn der Hund anbellt? Ach, nun ärgern Sie sich doch nicht. Wir hatten unseren Spaß und schließlich kann sich doch jeder mal irren. Ich irre mich nicht. Baxter war ziemlich sauer, was? Ja. Aber schließlich konnten Sie ja wohl nicht beweisen, dass Marshall tot war. Ach, nun nehmen Sie es doch nicht tragisch. Ach, Ivo, ich fange mich ja schon wieder. Und denken Sie immer daran, wir lieben Sie wie eh und je, ganz egal, was der Inspektor dazu zu sagen hat. Mr. Westerwey, auf dem Stuhl war doch Blut. Kann man denn nicht feststellen, von wem das Blut war? Hm, doch, ich glaube, ja. Ja? Die Polizei weiß, wessen Blut es war? Nein, aber Sie können seine Blutgruppe feststellen. Die eine Gruppe ist selten und die andere ist häufiger. Ist es nicht wundervoll? Wir leben in einer wundervollen Welt. Vicky, was soll denn das? Sie wissen genau, der Chef kann das nicht leiden. Fürs Personal, zweite Tür rechts. Gute Nacht, Mrs. Piper. Gute Nacht. Gute Nacht, Vicky. Gute Nacht, Mr. Westerwey. Ist der nicht fantastisch? Hm? Die eine Blutgruppe ist selten, die andere ist häufiger, hat er gesagt. So, ich gehe jetzt. Ich dachte, wir würden wenigstens heute frei bekommen. Aber man soll eben die Rechnung nie ohne den Chef machen. Vicky, ich habe diesen Baxter gekannt. Da hat der noch kurze Hosen getragen. Dem werde ich es aber zeigen. Ich habe den Evening Standard gelesen. Erzählen Sie mir morgen weiter, sonst verpasse ich den Bus. Kommen Sie mal hier, meine Goldpuppe. Ja. Eins, zwei, drei, machen Sie mal. Lesen Sie mal den Evening Standard. Ich lese ihn morgen. Heben Sie mir auf, ja? Na, Vic. Wohin, Miss Reynolds? Es ist nach sechs, Sir. Ist Miss Elby schon weg? Ja, Sir. Diese Post muss heute noch erledigt werden. Bitte sind Sie so freundlich. Aber ich habe mein Büro schon abgeschlossen. Ja, aber das geht doch ganz schnell. Ja, fünf Minuten habe ich wohl noch übrig. Ich kann sie auch da drin erledigen. Immer dasselbe. Ich sehe gerade, ich habe hier noch etwas zu unterschreiben. Das können Sie gleich mit erledigen. Arbeiten nicht gern, die jungen Leute. Ja, Sir. Es passt mir gar nicht, wie viel schmutzige Wäsche hier gestern gewaschen worden ist. Man hat es mir erzählt. Ja, Sir. Dumme Sache, sehr mysteriös. Ja, Sir. Machen Sie ruhig weiter, Mrs. Piper. Sie stören mich nicht. Ja, Sir. Ich sagte, Sie können weitermachen. Ach, weitermachen, ja. Ja, Sir, weitermachen. Ja. Gucken Sie mal, da haben die gesagt, Sie schicken den Stuhl zurück. Ne? Nur ist es schon nach sechs. Und er ist immer noch nicht da. Welcher Stuhl? Na, unser Schreibtischstuhl, der gerade bei der Polizei ist. Vielleicht bringen Sie ihn erst morgen. Ach, seltsam. Seltsam. Also bei uns passieren seltsame Sachen, Sir. Ja, das finde ich auch.
Ja, was zum Teufel machen Sie denn? Da haben Sie was verloren? Ja, meinen guten Ruf. Aber vielleicht finde ich auch noch was anderes. Etwas habe ich nämlich schon gefunden. Gucken Sie mal, Sir, diese Schlüssel habe ich gefunden. Können Sie mir sagen, wem die gehören? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Und für mich ist die Sache jetzt auch erledigt. Ja? Ach, für mich nicht. Darf ich die Schlüssel mal sehen? Da ist keine Adresse dran. Nur Buchstaben. G? Ja? P? G? Ich kenne niemanden mit diesen Initialen. Nee, ich kenne auch niemanden. Aber Mrs. Piper, Sie glauben doch nicht etwa immer noch, dass ich tot bin, oder? Ich glaube, Sir, Sie waren gestern tot. Sie haben sich geirrt. Vielleicht. Ich irre mich öfter, aber diesen Irrtum werde ich aufklären. Sagen Sie, Mrs. Piper, was macht eigentlich Ihr Mann? Oh, danke der Nachfrage. Es geht Ihnen... Ah, das habe ich mir gedacht. Nicht schlecht. Wissen Sie, Mrs. Piper, ich habe mir überlegt, Sie sind doch eigentlich ein wertvolles Mitglied unseres Unternehmens. Ja, ja, und ich möchte Sie nicht verlieren, Sie und Ihren Mann. Sagen Sie ihm, er kann ab morgen wieder arbeiten. Wie finden Sie das? Nun ja, auf alle Fälle besser als Fred. Er sucht die Arbeit nicht direkt. Also, Mrs. Piper. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Ach, vielleicht geben Sie mir die Schlüssel. Ich frage dann morgen die anderen Angestellten. Das habe ich schon getan, Sir. Heute. Sollten es vielleicht meine Schlüssel sein? Mit dem Buchstaben PG? Nein, das kann nicht sein. Nein, Sir, das kann nicht sein. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Ach, was machen Sie jetzt damit? Nun, ich denke, ich werde sie der Polizei geben, nicht? Ich habe nämlich noch was gefunden. Gucken Sie mal, Sir. Diesen Knopf hier. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie eine Muschel, nicht? Spielt in allen Farben. Schick, was? Wo haben Sie den gefunden? So, neben den Schlüssel. So. Aber das wollen Sie jetzt der Polizei erzählen? Ja, ich denke es, Sir, nicht? Ja, aber warum? Ich meine, das ist doch kein Argument, um zu beweisen, dass ich ermordet worden bin. Ja, vielleicht bin ich wirklich... Vielleicht. Vielleicht sollte man gar nicht mehr drüber reden. Na, sehen Sie. Ja. Aber ich will es trotzdem tun. Ach, da fällt mir ein, ich muss jetzt sowieso in die Nähe von Scotland Yard. Zufälligerweise kenne ich den Inspektor ja auch. Geben Sie mir das Zeug. Ich gehe schnell zu ihm und zeige es ihm. Das finde ich ist eine gute Idee. Na, sehen Sie. Nee, ich habe es umüberlegt. Ich behalte das Zeug erstmal und dann warte ich nur erstmal ab. Oh, oh, oh. So, ja, jetzt muss ich aber machen, sonst fliege ich auch noch raus. Gute Nacht. Gute Sir. Nacht. Da, 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 ja, ba, 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 ba. Also, das ist seltsam. Ach, ist das alles seltsam. Ist der weg? Er ist weg, ja. Na, Gott sei Dank, dann gehe ich auf. Die Post ist fix und fertig. Nee, hier ist doch noch ein Brief für Sie. Ach, noch einer. Guten Abend, ich bringe den Stuhl zurück. Sie damit herzuschicken. Ich habe mich angeboten. Eins, zwei, drei. Mrs. Piper, wie geht's? Mal lachen. Der Inspektor ist bester Laune, liegt wieder im Bett mit einer schönen Wärmflasche. Ja, hoffentlich platzt sie nicht. Leider ist er wieder auf dem Weg hierher. Mrs. Piper hat ihn alarmiert. Was hat sie? Ja, sie hat eine neue Theorie. Sie meinen, dass Mr. Marshall diesmal wirklich ermordet worden ist? Meine Informationen sind für die Ohren des Inspektors bestimmt und nicht für seine Angestellten. Nun können Sie sich entschuldigen. Nee, das tue ich nicht. Ich bleibe hier und sehe mir den Scherz an. Pass mal auf, mein Junge. Kann man einen Mann an einem Ort ermorden und die Leiche an einem ganz anderen Ort finden? Ja, wenn man ihn dahin trägt, ja. Also ich kann die Leiche hier gefunden haben, die Polizei in Notting Hill. Ja. Siehste. Ja, aber wenn das stimmte, käme er nicht ein paar Stunden später lebend durch diese Tür, oder? Na, kaum. Außerdem waren Sie die ganze Zeit im Haus. Sie hätten ihn sehen müssen. Nicht, wenn man ihn über die Feuerleiter und über die Hintertreppe wegschleppt. Kommen Sie mal her. Gucken Sie sich das mal hier bitte an. Über dieses Flachdach, ja, die Feuerleiter und dann die Hintertreppe das runter. Das finde ich auch ganz ausgezeichnet. Und das ist also Ihre Theorie, ja? Ich weiß es nicht, mein Kleiner, ich weiß es nicht. Ich habe mit meinem Fred darüber geredet und geredet, bis uns die Vorderzähne summten. Aber er sagt zu mir die Schlüssel. Der Inspektor würde sehr aus dem Häuschen geraten, wenn ich ihm die Schlüssel zeige. Was für Schlüssel? Soll ich sie ihm mal zeigen? Ach bitte, ja, das wäre sehr nett. Ja. Drehen Sie sich mal um, drehen Sie mal um, wirklich. Ja. So, nun könnt ihr gucken. Hier, sehen Sie mal. Diese Schlüssel habe ich in Mr. Logans Büro gefunden. Können Sie mir sagen, wie Sie da hinkommen und wem Sie gehören? Ja, mir. Ihnen? Ja, ich versichere Ihnen, ich habe niemanden umgebracht. Ja, wie kommen denn Ihre Schlüssel in Mr. Logans Büro? Ja, die müssen mir aus der Tasche gerutscht sein, als ich das Büro durchsucht habe. Sehen Sie mal, hier sind meine Initialen drauf. JPG, Jeremy Patterson Goddard. Ach nein. Sie heißen Jeremy, das ist ja fantastisch. Sagen Sie mal, wissen Sie denn das genau? Ja, seit ich ein Baby war. Oh Gott, war das Ihr Beweis hier? Na ja, nur habe ich ja noch den Knopf.
Was für ein Knopf? Ja, sie hat ihn auf dem Fußboden gefunden. Darf ich ihn mal sehen? Nee. Und nein und nein und nein, und den sehen Sie nicht. Dann behaupten Sie nämlich auch gleich wieder, das ist Ihr Knopf und etwas sollte ich wenigstens für Harry Baxter haben. Ja. Ach, Harry, jetzt muss ich wirklich gehen. Ja, ich auch. Ich ja, sind Sie nicht im Dienst? Nein, heute nicht. Na, kommen Sie, ich nehme Sie im Lift mit hinunter. Danke, gute Nacht und machen Sie sich nicht. Ja, aber Vicky, wie entzückend, Sie haben Ihre gesamte Post auf dem Schreibtisch von Mr. Westerbein liegen lassen. Ach, du liebe Zeit, warten Sie einen Augenblick, ich bin gleich wieder da, ja? Na, dann komme ich dann doch lieber mit, ich muss naja, das Büro durchsuchen. Ach, ne? Ja, das machen Sie mal recht gründlich, nicht? Vicky? Es dauert nur eine Minute. Das können Sie aber mir nicht erzählen. Wenn das Licht ausmachen, gehen Sie weg von mir. Gehen Sie sofort weg von mir. Nein, bitte. Wo, ja, wo soll denn das nur hinführen? Nicht? Unterlassen Sie das. Nein, nein, bitte, das möchte ich nicht. Nein, nein. Aha, nein, genau das will ich nicht. Unterlassen Sie das. Hilfe! 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 Sind Sie verletzt? Nein, 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 nicht anfassen. Mrs. Piper! Sie ist bewusstlos. Was? Stehen Sie hier nicht dumm rum. Tun Sie lieber was. Ein Mann hat mich überfallen. Du fangen Sie den mal. Schnell! Was war denn? Und denken Sie doch mal, Vicky, ein Mann kommt rein, schmeißt mich an die Erde. Warum? Ja, wie soll ich es wissen? Vor 20 Jahren hätte ich noch gewusst, warum. Ja, und was war dann? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Es war eine absolute Frechheit. Ich möchte wissen, wer das war. Das würde mich direkt mal interessieren. Also, Mrs. Piper, sind Sie wirklich überfallen worden? Ja, nur sagen Sie, denken Sie, ich sauge mir sowas aus den Fingern. Nee, aber mir ist sowas noch nie passiert. Nee, also mir allerdings auch nicht. Wenigstens doch nicht ohne ein paar beruhigende Worte. Nee, das war doch nun wirklich bloß ein paar Sekunden da draußen mit Vicky. Jetzt, Moment mal. Jetzt möchte ich aber doch mal wissen... Eine neue Theorie? Drehen Sie sich bitte um. Doch nicht, doch, beide doch um, nicht beide um, beide um. Ja, man hat mir den Knopf geklaut. Das ist nicht möglich. Ja, jetzt habe ich nichts mehr für Harry Baxter. Ja, was wollen Sie denn jetzt sagen, weswegen Sie ihn aus dem Bett geholt haben? Ja, hoffentlich fällt mir was ein, nicht? Ja. Dann möchte ich lieber nicht stören. Vicky, Moment mal. Wer wusste von dieser Tasche in meinem Unterhemd? Woher sollen wir denn Ihre Bekannten kennen? Der Chef. Auch nicht doch schon wieder Mr. Marshall. Jawohl, bitte. Der hat gesehen, wie ich den Knopf eingesteckt habe. Aber Ihre Tasche ist doch ein offenes Geheimnis. Darüber freut sich das Ganze auch. Sie meinen also, dass Mr. Marshall Sie überfallen hat? Ja, haben Sie eine bessere Theorie? Ja, ich nicht, Mrs. Piper. Aber unser Inspektor vielleicht. Oh Gott, jetzt wird mir übel. Ja, jetzt geht's los. Mir wird direkt übel mit mir. Ja. Guten Abend, Inspektor. Sie sehen gut aus. Jetzt wollen wir mal sehen und ich hoffe für Sie, dass es was von Bedeutung ist. Ich warte. Guten Abend, Sir. Guten Abend, Sir. Geht es Ihnen besser, Sir? Geht es Ihnen besser, Sir? Goddard, ich will annehmen, dass Sie ernsthaft um meine Gesundheit besorgt sind und deswegen sage ich Ihnen, dass es mir schlechter geht. Ach, Herrchen. Jetzt zu Ihnen, Mrs. Piper. Ja, Herrchen. Herrchen, es hat gar keinen Sinn, um diesen heißen Brei rumzureden. Also, die Schlüssel sind weg. Weg? Ja. Die ganzen schönen Insel, also diese Beweisstücke, weg. Meinen Sie weg? Verschwunden, verbummelt, einfach weg? Ja, Herrchen. Ja, ist auch egal, nur dass ich jetzt eine Lungenentzündung auf mich zukommen sehe. Ja, nun ja, dafür kann ich aber nur nichts. Nein, nein, Sie können nichts dafür. Och, mein warmes Bett ist lebensnotwendig für mich. Und innerhalb von 24 Stunden haben Sie mich zweimal da rausgeholt, weil Sie so sensationelle Neuigkeiten haben. Und wenn ich dann komme, was sagen Sie? Harry, Sie sind weg. Wo sind Sie? Oh, nein.
soll ich es denn wissen, Harry? Conrad, stellen Sie sich vor die Tür und passen Sie auf. Ja, Sir, aber bitte schonen Sie sich bitte raus. Danke. Komm, gib her, Hütchen. Nee, das könnte Ihnen so passen. Wenn Sie mir jetzt Ihre Geschichte erzählen wollten, dann bin ich nicht vielleicht ganz umsonst gekommen. Bitte, Herrchen, ich werde dir diese Geschichte erzählen. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sie haben einen Schlüsselbund und einen Knopf gefunden. Wo sind die Sachen? Schlüsselbund weiß ich ganz genau. Hat dein junger Mann, der draußen steht, er sagt, es gehört ihm. Aha. Und der Knopf? Siehst du, das wirst du nicht glauben. Der war in meiner Tasche. In welcher Tasche? Unwichtig, für Uneingeweihte nicht sichtbar. Aha. Kam ein Mann und raubte ihn. Haben Sie ihn gesehen? Wie konnte ich denn? Das Licht war doch aus. Beschreiben Sie mir den Knopf. Ja, wie soll ich denn dir den beschreiben? Also, der sah aus wie eine Muschel. Was sagen Sie? Muschel? Ja, muschelig. Na, das ist der ja. Also Herr, doch. Ich im Ernst, Harry, bitte hör auf zu reden. Ich habe das Gefühl, dass du mir das erste Mal im Leben glaubst. Und den Moment möchte ich genießen. So, dann werde ich dir sagen, was ich glaube. Weißt du, wer mir den Knopf geklaut hat? Der Chef. Oh, nein, nicht wieder, Mr. Marshall. Aber Harry, er benahm sich ja außerordentlich seltsam. Er wollte mich daran hindern, ihn dir zu zeigen. Er sagte, er würde das tun. Aber Sie haben ihn doch behalten. Ja, Herrchen, bis der Mann kam, mich an sich riss und dann den Knopf, nicht? Ich war doch so damit beschäftigt, meine Unschuld zu verteidigen, dass ich an den Knopf gar nicht mehr gedacht habe, nicht? Nicht wegen Fred. Ach, aber man will doch sauber bleiben. Wo war denn Goddard, als das passiert? Da drin, mit Vicky. Mit Vicky? Aber Herrchen, was denkst du denn? Das dauerte 50 Sekunden, das ging doch alles blitzschnell. Ach, weißt du, das war ja Pech für die beiden. Goddard! Ja, Sir, immer an der Arbeit? So, während Sie sich nebenan mit Miss Reynolds beschäftigten, da wurde Mrs. Piper hier überfallen. Was haben Sie dazu zu sagen? Ja, Sir, als ich Sie schreien hörte, kam ich sofort hier herein. Das Licht war aus und Mrs. Piper lag da am Boden. Da lach ich, Herrchen. Ich habe mich natürlich gleich ein bisschen umgesehen, konnte aber nichts finden, Sir. Warum ein bisschen? Weißt du, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Fall Piper der Pseudologie zuzuordnen wäre. Fast an der Grenze der paranoiden Schizophrenie, würde ich sagen. Ach so, ja. Hey, doch, Sir. Was sind es für Fremdworte? Das ist eine andere Abteilung. Verbinden Sie mich mit bitte. Bitte, Sir? Nein, lässt du mich denn jetzt verhaften? Noch nicht. Inspektor Willis für Inspektor Baxter. Ja, natürlich, dringend. Ja, Willis? Ja, Baxter. Hör mal zu, ich habe da ein paar seltsame Neuigkeiten. Ist die Leiche Notting Hill schon identifiziert worden? Ja? Wie heißt der Mann? James? Nachname? Cameron? James Cameron. Schreiben Sie mal auf, Goddard. James Cameron? Die Knöpfe an seiner Weste hatten so eine außergewöhnliche Muschelform und einer fehlte davon. Ja, diese Mrs. Piper, die gestern den Mord in Chatham House gemeldet hat, die hat so einen gefunden. Ja, reg dich ab, der ist auch weg. Welche Blutgruppe hatte Cameron? Aha, ja. Übrigens sollten wir diese Mrs. Piper unter Polizeischutz stellen. Man könnte den Versuch machen, sie aus dem Weg zu räumen. Ja. Harry, wer will mich aus dem Wege räumen? Ich weiß es nicht, aber ich warte darauf. Goddard, versuchen Sie, Mr. Marshall aufzutreiben. Ich will ihn sofort sprechen. Ja, Sir, Mr. Marshall. Und nun passen Sie mal schön auf sich auf, ne? Ja, danke schön. Oh Göttin, was man so reingeraten kann. Ein Glück, dass du da bist, Herrchen, und auf mich aufpassen. Du sag mal, was hat der gesagt, was der für eine Blutgruppe hat? Er gehörte zur Blutgruppe AB, die ist sehr selten. Meine ist zum Beispiel null. Ja, das habe ich nicht anders von dir erwartet. Das Blut an dem Stuhl war auch AB. Siehste, was seins. Dann möglich, und der Knopf hätte als zusätzlicher Beweis dienen können, wenn Sie doch nur die Dinge liegen lassen wollten, wo sie hingehören. Ja, hast du recht, das war's. Und noch eins. Unsere Leute haben immer die gleichen Fingerabdrücke gefunden an sämtlichen Möbeln, trotz ihres Staubwischens und in allen Schubladen. Ach, wessen Fingerabdrücke waren es denn? Ja, dreimal dürfen Sie raten. Ihre! Kannst du sehen, wie ordentlich ich bin. Für das bisschen Geld, überall krauch ich rum. Diese angebliche Mordwaffe, die könnte ich mal an mich nehmen. Es hat zwar wenig Sinn, aber man hat das Gefühl, was getan zu haben. Wo ist denn das Papiermesser? Auf den Schreibtisch von Mr. Marsh. Ja, eben nicht. Oh Gott, Herrchen, da hat es die ganze Zeit gelegen. Da ist es, hier ist es aber nicht. Wo runtergerutscht. Nein, hier ist es auch nicht. Nee, na dann ist weg. Weg! Wenn ich dieses Wort noch mal höre! Ja, aber Herrchen, es ist doch weg, oder? Hier verschwindet einfach alles. Das ist die reinste Zauberei. Waren Sie eigentlich mal bei Varieté? Nee, da wärst du schon längst verschwunden. Mrs. Piper. Sagen Sie, ist mein Mann nicht mehr da? Nee, der ist weg. Also nicht im Sinne von weg, sondern von gegangen. Ja. Wo er hingegangen ist, weiß ich nicht. Merkwürdig. Er hat mich gebeten, ihn hier abzuholen. Die Polizei ist wieder da. So? Warum denn? Ich
Ich habe zwei neue Beweisstücke gefunden. Aha, was haben Sie denn da Schönes gefunden, Mrs. Piper? Kann ich Ihnen leider nicht sagen, es ist streng vertraulich. Aber selbstverständlich. Und man soll ja auch nie immer über alles quatschen. Nein, natürlich nicht. Also, dann warte ich hier auf meinen Mann. Ihnen möchte ich das gerne erzählen. Ja. Ach ja. Ach, das würcht mich richtig, dass ich Ihnen das nicht sagen kann. Ich soll nicht sagen, dass ich den Evening Standard gelesen habe, nachdem ich den Knopf gefunden habe. Was für einen Knopf? Und ein Schlüsselbund. Aber das mit dem Schlüsselbund hat sich schon längst wieder aufgeklärt. Leider. Wo ist denn die Polizei jetzt? Da, im Westerweißzimmer. Ach, ich dachte, die ganze Geschichte hätte sich erledigt, als ich herausstellte, dass mein Mann noch am Leben ist. Ich weiß gar nicht, was es da noch zu klären gibt. Oh, Madame, das kann aber nicht Ihr Ernst sein. Da gibt's noch zu klären. Uiuiuiuiui. Sehen Sie mal, ich habe gesagt, ich hätte die Leiche von Mr. Marshall in diesem Zimmer gefunden. Da muss ich mich aber doch nun offensichtlich geirrt haben. Denn Mr. Marshall lebt ja. Wissen Sie was? Ich glaube, ich habe einen Mann gefunden und der heißt Cameron. Cameron? James Cameron, ja. Und der Knopf, der passt zu dem an seiner Jacke. Und wenn die Polizei die Leiche in Notting Hill gefunden hat, da frage ich Sie, wie kommt der Knopf in unser Büro? Cameron? Sagten Sie eben wirklich Cameron? Nee, ich kann Ihnen gar nichts sagen. Ich bin die Hauptzeugin. Ich bin sowas Ähnliches wie Marlene Dietrich, ne? Die Zeugin der Anklage, ne? Ist Ihnen schlecht? Nein, nein. Ich habe nur leichte Kopfschmerzen. Das ist schön. Da habe ich was für Sie. Und denken Sie mal, dieselbe Blutgruppe wie unser Schreibtischsessel hat er auch. Wollen Sie damit sagen, dass Cameron hier in diesem Büro ermordet und seine Leiche woanders gefunden wurde? Nun passen Sie mal auf, jetzt sage ich gar nichts. Jetzt nehmen Sie mir hier das Glas, beklänkern Sie sich Ihren schönen Mantel nicht und greifen Sie hier ungeniert zu. Sie gehören der Firma. Ja. Aber Sie helfen trotzdem. Mrs. Piper? Ja? Im Allgemeinen entgeht Ihnen doch nichts, was hier vor sich geht. Ich meine, Sie halten Ihre Augen offen. Das ist ja mein Beruf, ne? An dem Abend, als Sie dachten, Sie hätten meinen Mann gefunden, hat Sie da nicht zufällig jemand gefragt, auf welcher Etage das Büro meines Mannes ist? Nein. Können Sie sich nicht erinnern? Nein. 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 Doch, warten Sie mal, ja, da stand einer unten und las das Namensverzeichnis. Ui, das war ein gut aussehender Mann. Donnerstag und Freitag. Groß, grauer Anzug, so einen hat Mr. Marshall auch. Wunderschöne, dunkle, traurige Augen, kleines Schnurrbärtchen, rote Krawatte. Wer war denn das? Tut mir leid. Das weiß ich nicht. Ach nee, nur erlauben Sie mal. Sie haben mich doch eben nach dem gefragt. Nein. Ich meinte nur, wenn hier jemand ermordet worden ist, dann hätten Sie ihn doch kommen sehen müssen. Verdächtigt die Polizei jemand? Nee, die Polizei nicht. Wenn die einen Verdacht hätten, wäre ich ja die Erste, die das wüsste. Ja, das glaube ich auch. Oh, Mrs. Marshall. Oh, guten Abend, Inspektor. Guten Abend. Da Sie gerade hier sind, bitte, möchte ich Sie etwas fragen. Ja, bitte. Sagt Ihnen der Name James Cameron etwas? Ich glaube nicht. Ach, bitte denken Sie mal nach, ja? Nein, ich glaube nicht. Aber man trifft natürlich so viele Leute. Haben Sie ihn gut gekannt? Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, gar nicht. Warum? Er ist tot. Ja, das hörte ich. Ja, das ist mir so rausgerutscht, Herrchen. Das kann ich mir vorstellen! Was haben Sie noch ausgequatscht? Ausgequatscht? Wie kommst du denn darauf? Du kennst mich doch. Ja, ja. Wenn ich will, dass die Öffentlichkeit über meine Tätigkeit informiert wird, wende ich mich an Presse, Rundfunk und Fernsehen und nicht an Sie, Mrs. Piper. Oh nein, jetzt schnauzt er mich wieder an. Och. Mrs. Marshall, war James Cameron Ihr Geliebter? Lächerlich. Sie haben bereits zugegeben, dass Sie einen Geliebten haben. Weigern Sie sich immer noch, seinen Namen zu nennen. Es geht Sie nichts an. Hat sie recht. Von Ihrem Standpunkt aus hat sie doch recht, Harry. Wenn er ermordet wurde, geht mich alles an, was Sie betrifft. Sie bleiben also dabei, dass Sie ihn nicht gekannt haben. Ja. Bitte. Na, was denn nun geht? Ich hätte doch wohl den Hörer noch abnehmen können, was? Herr Marshall und Sohn mit beschränkter Haftung. Ja. Ach, wie hübsch, dass Sie mal anrufen. Wie geht denn alles voran? Ja? Mrs. Marshall. Sehr schön. Ich frage Sie noch mal. Harry, sei doch mal still. Ich kann doch hier kein Wort verstehen. Ja. Sie sollen hier kein Privatgespräch führen. Privatgespräch? Scotland Yard, Inspektor Willis. Ach so, das ist was anderes. Was? Ja. Doch, ja, das Gefühl habe ich auch, ja. Ja, einen Moment mal. Ich glaube, er will selber sprechen. Er zerrt am Hörer, ja.
Ja, Wexler. Aha, die Beschreibung des Mannes. Ja, ja, fang gleich an. Hier, komm, ja, hast du. Dankeschön. Ja, er trug einen grauen Anzug, rote Krawatte, dunkles Haar, circa 40 Jahre. Das ist er, das ist er. Ruhig doch! Ja, Schnurrbärtchen. Schnurrbart. Dunkle Augen. Dunkle Augen. Circa 1,80 groß, ohne Hut. 1,80 groß, so viel rechne ich ohne auch. Hut. Raus damit. Haben Sie ihn gekannt, haben Sie geraten oder sind Sie Hellseherin? Nein, der Mann war hier in der Mordnacht. Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Och, das hielt ich nicht für wichtig. Außerdem, Herrchen, du hast doch von vornherein gesagt, es ist einer von uns gewesen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Na klar, aber Junge, mit mir sprechen doch alle Leute, nicht? Er fragte mich, wo die Büros von Mr. Marshall sind. Ich sagte, im obersten Stock, aber den Weg kann er sich sparen. Da ist keiner mehr. Und wann war das? Das war so um 8. Komm ich schon. Ah. Und was hat er gesagt, als er hörte, dass keiner mehr da ist? Wie bitte? Als er hörte, dass niemand mehr da wäre, was hat er geantwortet? Danke. Dankeschön. Und dann? Stich ein, fuhr los. Obwohl keiner mehr da war. Ach, Herr, wo er ausgestiegen ist, weiß ich doch nicht. Ich hab ihn bloß einsteigen sehen. Haben Sie ihn denn nicht zurückkommen sehen? Nein, mein Lieber. Also Mr. Marshall war noch da. Laut Miss Selby... Mrs. Piper? Psst, still jetzt, kombinieren wir. Laut Miss Selby hatte er um 20.15 Uhr eine Verabredung mit einem gewissen Mr. Warfield. Um die gleiche Zeit kam ein Mann, dessen Beschreibung auf James Cameron passt, und der Arzt sagt, dass der Tod auch ungefähr um diese Zeit eingetreten sein muss. Mrs. Marshall, ich sollte mich noch mal mit Ihrem Mann unterhalten. Ich möchte mehr über diesen Mr. Warfield wissen. Ich möchte gern wissen, ob er da war. Wenn er nämlich da gewesen wäre, dann hätte Ihr Mann ein Alibi. Stimmt das? Ja, ich denke. Mrs. Marshall, ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt meine Frage beantworten. Haben Sie James Cameron gekannt? Ja. War er der Mann, den Sie heimlich trafen? Ja. Danke. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich nichts von seinem Tode gewusst habe. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Mich verdächtigen Sie doch hoffentlich nicht, oder? Ach, Quatsch, Sie doch nicht. Ihren Mann verdächtigt da. Mr. Marshall, Sir. Sie wollten mich sprechen, Sir. Ja, Mr. Marshall, vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, dass es noch eine Leiche gibt. Was? Ja, sie wurde gestern in einer Seitenstraße in Notting Hill gefunden. Und was habe ich damit zu tun? Der Mann hieß James Cameron. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Nein, ich glaube nicht. Ach, denken Sie mal, er meint, Sie müssten ihn gehört haben. Mrs. Piper! Ihre Frau hat ihn jedenfalls gekannt. Du hast es gewusst, ja? Dass es einen anderen Mann gab. Es war nicht Robert West dabei. Es war James Cameron. Nun wollen wir mal alle eine schöne Tasse Tee trinken, ja? Das ist eine Idee, die beste, die Sie bisher hatten. Das ist alles eine Frage der Zeit, Herrchen. Wenn wir noch ein Weilchen warten, hast du bestimmt auch noch eine. Mr. Marshall, in der Nacht, in der Cameron ermordet wurde, blieben Sie länger im Büro als gewöhnlich. Das tun Tausende von Geschäftsleuten. Ja, aber der Mann ging nicht in irgendein Büro, er kam ausgerechnet zu Ihnen. Was, hierher? Er wollte zu mir? Ja, ich weiß es nicht. War er bei Ihnen? Bestimmt nicht. Ich habe den Mann nie gesehen. Um 20.15 Uhr hatten Sie eine Verabredung mit einem gewissen Mr. Warfield. Ja. Haben Sie die Verabredung eingehalten? Ja, genau gesagt, ich schon, er nicht. Ach, Mr. Warfield kam nicht? Nein. Und können Sie mir sagen, warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Er schrieb mir einen Brief an meine Privatadresse und bat mich, ihn an diesem Abend zu treffen. Hier im Büro? Nein, unten ist ein kleines Café, da wollte er auf mich warten. Aber Sie kannten ihn doch nicht. Wie konnten Sie ihn erkennen? Er schrieb mir, er würde mich ansprechen. Mhm. Haben Sie seine Adresse? Nein, der Brief hatte keinen Absender. Ach. Sie glauben mir nicht. Hier, bitte. Bitte lesen Sie ruhig vor. Ich habe keine Geheimnisse von meiner Frau. Ich nehme an, Warfield wollte mir den Namen deines Freundes verraten. Wahrscheinlich hätte er Geld gefordert, aber es wurde nichts, er kam nicht. Darf ich mich jetzt an meinen Schreibtisch setzen? Bitte, ja. Danke. Das ist alles. Mr. Marshall? Ja? Ich möchte, dass Sie den Brief in diese Maschine spannen. Bitte. Und jetzt tippen Sie ein E. Klein oder groß? Klein. Ein Z, klein. Und das ganze Wort Information. Hab ich was verpasst? 1, 2, 3, ich habe das Teewasser aufgesetzt. Was machst du denn, Herrchen? Diktierst deine Memoiren. Damit solltest du noch ein paar Tage warten, was? Aha.
Genau wie ich mir dachte, der Brief ist auf dieser Maschine geschrieben. Sie meinen, dass es einer meiner Angestellten war? Ja, entweder das oder der Chef selbst. Herrchen, gestattest du, dass ich einige Worte an Mr. Marshall richte? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Dankeschön, mein Lieber. Mr. Marshall, Sie bleiben dabei, dass Sie den Namen James Cameron nie gehört haben. Ja. Ach, das finde ich aber ulkig. Warum haben Sie dann hier auf Ihren Notizblock lauter kleine Männchen gemalt? Und unter jedes Männchen haben Sie immer geschrieben, J.C., J.C., J.C. Ich meine, das war nur reiner Zufall, dass ich das gefunden habe, als ich den Aschbecher sauber machte, nicht? Aber ich meine, J.C. könnte doch James Cameron heißen, nicht? Sie irren sich. Nee, das mache ich nicht. Wie kommen Sie denn darauf? Ich irre. Einen Moment mal. Pass mal auf, Herrchen. Das hier musst du dir zusammensetzen, nicht? Das machst du schon. Na, Mr. Marshall? Also schön, ich gebe zu, dass ich davon gewusst habe, aber erst seit gestern Nacht. Nachdem ich vergeblich auf Warfield gewartet hatte, ging ich in mein Büro zurück. Ach. Ich erwartete noch einen Anruf aus Übersee. Ich fand einen Zettel auf meinem Schreibtisch. Der Mann heißt James Cameron. Kann ich den Zettel sehen? Nein, den habe ich nicht mehr, aber der würde Ihnen auch nicht weiterhelfen. Ich hätte ihn ja selbst geschrieben haben können. Es ist alles ein reiner Zufall. Ich kann ehrliche Antworten auf alle Fragen geben. Ich habe ihn nicht umgebracht. Lebend habe ich ihn nie gesehen. Lebend nie gesehen? Ach. So, Goddard, bitte schön. Gehen Sie ruhig vor, obwohl ich eine Dame bin. Oh, pardon. Nein, nein, das mache ich ja nicht. Passen Sie auf, 1, 2, 3. Warten Sie eben, ich helfe Ihnen. Ja, das ist sehr freundlich von Ihnen, Mr. Marshall. Danke sehr. Ja, bitte sehr. Danke sehr. So, knallen Sie mal bloß nicht das Tablett hier. Nein, 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 bitteschön. Weil ich das einzeln hinsetze. Verdammt, verdammt nochmal, die Dach! Ist der Inspektor schon da? Nein. Das ist ja fürchterlich. Ich sitze schon den ganzen Tag hier drin und tue nichts. Oh, was ist daran so ungewöhnlich? Nehmen Sie mir die Sache mit Mr. Marshall noch immer übel? Es war doch nicht meine Schuld, dass er etwas von mir wollte. Er wollte nur nett zu Ihnen sein. Ja, wie alle Männer in dem Alter. Je netter Sie sind, umso vorsichtiger muss man sein. Sagen Sie, glauben Sie, dass der Chef der Mörder ist? Ach, ich weiß, dass er es nicht ist. Aber solange er sich versteckt, denken die Leute es natürlich. Meinen Sie nicht auch, er sollte sich stellen? Ich möchte nicht darüber sprechen. Bitte, bitte, bitte. Nur so ohne Arbeit weiß ich nicht, wie ich die Zeit totschlagen soll. Nichts tun ist doch anstrengender als zu arbeiten. Ist der Inspektor schon da? Wissen Sie, was Neues, Mr. West, dabei? Hat Miss Selby Sie nicht gesagt? Logan ist seit letzten Donnerstag wieder zurück. Nein, wieso denn? In der Provence war Hochwasser und er dachte, dann hätte er es zu Hause gemütlicher. Ja, dann könnte er es also auch gewesen sein. Ja, theoretisch ja. Zur Zeit des Mordes war er in London. Ganz langsam, Achtung. 1, 2, 3. So, jetzt ruhen Sie sich erstmal schön aus. Geht es Ihnen nicht gut? Ich fühle mich noch etwas geschwächt. Ich hole Ihnen was zu trinken. Ja, um Gottes Willen, sie hat sich die ganze Zeit an der Flasche festgehalten und eine erstaunliche Haltung bewiesen. Jetzt will ich Sie aber wieder. Nein, bitte, Herr, ich nehme Sie mir nicht weg, dann bin ich wieder so alleine. Mr. Goddard, ich bin draußen, wenn mich jemand sucht. Ja? Ich bin draußen, wenn mich jemand sucht. Ja? Sie bleiben, ja, bitte. Ist sie krank? Nein, Mrs. Piper hat soeben die Leiche von James Cameron identifiziert. Ach so. Oh, Verzeihung. Er war es bestimmt. Ja, ich wusste gar nicht, dass sie ihn kannte. Sie hat bestätigt, dass er der Mann war, der in der fraglichen Nacht hier gewesen ist. Sie hat mit ihm gesprochen. Entschuldigen Sie mich, ein paar Notizen, Gott. Ein paar Notizen, Sir? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, Mrs. Piper? Dankeschön, Mr. Westerwald. Sie sind sehr liebenswürdig zu mir. Wenn Sie, ich will immer was sagen. Der sah sehr gut aus. Ja. Trotzdem. Und wenn der die Narbe nicht gehabt hätte, hätte der vielleicht sogar sehr, sehr, sehr gut ausgesehen. Narbe? Sagten Sie eben Narbe? Ja. Da hatte hier rüber, über das ganze Gesicht, eine Narbe. Und jetzt werde ich Ihnen was erzählen. Jetzt trinke ich noch einen, und zwar einen furchtbar großen. Und dann fühle ich mich wieder wie ein König. Man soll sich nie gehen lassen. Prost, Lilly. Prost. Fangen Sie gleich an, Sir. Wird sofort erledigt, Sir. Keine Neuigkeiten von Mr. Marshall? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Dankeschön. Ach, halten Sie ihn wirklich für den Mörder? Miss Selby, ich bin nicht hier, um meine Meinung zu äußern. Nein, Mr. Marshall war es nicht. Ach, nein? Nein. Na, Sie wissen sicher, wer es war, ne? Gucken Sie an den an.
Seine Meinung will er nicht sagen, aber meine will er hören. Mrs. Marshall, Sir? Jetzt kommt die, muss ich wieder aufstehen. So, bitte bleiben Sie doch sitzen, Mrs. Marshall. Ach, danke, das ist mir aber sehr angenehm. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, Mrs. Marshall. Haben Sie etwas von meinem Mann gehört? Leider nein. Ach. Hallo, Robert. Hallo, Claire. So, sind jetzt alle an mich? Nein, 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 so, oh, ja, führen Sie Miss Reynolds rein. Miss Reynolds, würden Sie bitte auch hereinkommen? Ja. Bitte. Bitte? Da fehlt aber noch ein Stuhl. Ein Stuhl, ja, das wird von mir erledigt sein, natürlich. Ja. Das Kleid ist fit, nicht? Ich habe Sie alle hergebeten, um mit Ihnen zu sprechen. Meine Damen und Herren, dieser Fall ist einzigartig in meiner Praxis. Ja, also das muss ich dir sagen. In meiner allerdings auch. Ein Toter verschwindet und kommt zurück, lebend. Dann verschwindet ein Knopf, dann eine Mordwaffe. Jetzt ist Mr. Marshall verschwunden, zum zweiten Mal. Und zum Schluss stellt sich heraus, dass Mr. Logan, der verreist sein soll und in dessen Büro man die Leiche zuerst gesehen hat, die ganze Zeit in London war. Warum hat mir niemand etwas davon gesagt? Wir wussten es nicht. Ich nicht jedenfalls. Tja, ich wusste es auch nicht bis gestern Abend. Ich höre eben zum ersten Mal davon. Ich wusste es. Natürlich. Und woher wussten Sie, dass Logan in London ist? Er hatte mich angerufen. Er fragte mich, wo sein Füller ist. Na, das hätten Sie mir noch sagen müssen. Ja? Wusstest du denn, wo sein Füller ist? Miss Selby, Sie wussten, dass Logan in London war. Er hat Sie gestern Abend angerufen. Ja, ich dachte nicht, dass das wichtig sei. Ah, und Mr. West dabei? Miss Selby hat es mir gesagt, heute Morgen. Wenn Marshall tot wäre, wären wir alle verdächtig. Und jetzt hat Logan nicht mehr mit der Sache zu tun als, naja, als Sie. Oder er. Mr. Logan hat sogar sehr viel mit der Sache zu tun. Er rief mich gestern Abend an und bat mich, ihn zu besuchen. Um 9.45 Uhr kam ich in seiner Wohnung an. Mr. Logan war tot. Nein. Was war er? Er ist ermordet worden, Miss Selby. Ich glaube, ich möchte jetzt gehen. Guten Tag. Logan tot, das kann doch nicht wahr sein. Doch, Mr. Westerbeier. Er hatte Informationen, die mir nützlich sein konnten. Leider kam ich zu spät. Wissen Sie, wer es war? Nein, Miss Reynolds, Sie? Ich? Warum denn ich? Es wurde eine Frau gesehen, die 8:50 bei ihm war. Waren Sie das? Also hören Sie, das aber ist doch... Nein, Harry, da lege ich nur beide Hände für ins Feuer. Vicky bringt doch keinen Mann um. Vicky hat Männer viel zu gern, um den Bestand zu verringern. Mrs. Marshall? Ich weiß nicht einmal, wo er wohnt. Miss Selby? Fragen Sie mich, ob ich Mr. Logan umgebracht habe? Ich frage Sie, ob Sie ihn gestern in seiner Wohnung besucht haben. Nein, ich war da. Sie waren gestern in Logans Wohnung? Ja. Darf ich fragen, warum? Ich habe ihn seinen Füller hingebracht. War das der einzige Grund? Nee, wenn ich ehrlich sein soll, nicht. Was für einen Grund hatten Sie noch? Oh Gott, Harry, kannst du doch denken. Ich wollte mich mal ein bisschen mit Mr. Logan unterhalten. Ich dachte, vielleicht bringt er etwas Licht in dieses Dunkel. Schließlich ist doch Mr. Marshall in diesen Fall verwickelt. Und du verfitzt doch das Knäuel immer mehr. Also, Mrs. Piper, am liebsten möchte ich Sie verhaften und ins Gefängnis stecken lassen. Ja, aber das kannst du nicht. Ich lebe in einem freien Land. Ich kann Leute besuchen, wann ich will und wie oft ich will. Ich kenne meine Rechte. Mrs. Piper, haben Sie ihn eigentlich umgebracht, als Sie kamen oder bevor Sie gingen? Also mit Ihnen rede ich ja gar nicht. Lebte er noch, als Sie kamen? Er lebte sogar noch, als ich ging. Und wie spät war es da? 9. Und Sie kamen dann sofort hier zurück? Nein, dann ging ich in die Eckkneipe und nahm einen kleinen Umtrunk. Haben die Herren was dagegen? Hat Logan Ihnen gegenüber geäußert, was er mir zu sagen hatte? Nein, nicht direkt. Nein, ja oder nein? Jein. Das ist also doch noch was. Und warum sagen Sie es mir nicht? Siehst du, weil du so giftig zu mir bist, ja. Und jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr, jetzt bin ich ganz durcheinander. Jetzt haben wir schon 2 Morde. Ich frage mich, ob Marshall wusste, dass Logan in London war und ob er wissen konnte, dass dieser die Absicht hatte, mich zu treffen. Wer war gestern Abend in Logans Wohnung und wer hat ihn, um sich selbst zu retten, aus dem Weg geräumt? Also, wenn du meine Meinung hören willst... Nein, ich will Ihre Meinung nicht hören. Ich lege eine Frage vor, auf die ich selbst keine Antwort weiß und erwarte selbstverständlich, dass auch kein anderer eine Lösung hat. Na prima, brauche ich mich doch gar nicht anzustrengen, ne? Also, ich frage nochmal, wer war die junge, gut aussehende Dame, die gestern beim Betreten von Logans Wohnung gesehen wurde? Ich weiß es nicht, Herrchen, wie oft ich es dir noch sagen soll, dass ich es war. Inspektor! Sie glauben, dass mein Mann James Cameron umgebracht hat. Glauben Sie jetzt auch, dass er Mr. Logan getötet hat? Ich weiß, Sie sind nicht hier, um Fragen zu beantworten, aber unter diesen Umständen... Gut, dann will ich Ihnen sagen, was meiner Meinung nach geschehen ist. Ich tue das aber nur in der Hoffnung, dass sich jemand von Ihnen durch meine Worte an etwas erinnert,
das mit der Tat zusammenhängt. Oder nicht zusammenhängt. Oder nicht zusammenhängt. Ach Quatsch, so ein Blödsinn! Herr Riechen, es sollte ein Scherz sein. Also nehmen wir an, Mrs. Marshall, Ihr Mann wusste, dass James Cameron Ihr Geliebter war. Nehmen wir weiter an, er wollte ihn hier treffen. Wenn niemand mehr da sein würde, also nach Büroschluss. Sie trafen sich, sie stritten sich und in der Wut brachte er Cameron um. Was musste er tun? Er musste die Leiche verschwinden lassen. Die Haupttreppe konnte er nicht benutzen, ohne gesehen zu werden. Es blieb nur ein Ausweg, die Feuerleiter, die er durch dieses Büro über das Flachdach erreichen konnte. Und dazu kam noch sehr günstig für ihn, dass er seinen Wagen sowieso hinter dem Haus geparkt hatte. So war seine Idee, aber er kam nicht dazu. Er hörte Mrs. Piper kommen, was sollte er tun? Er versteckte sich. Wo? Na, hinterm Vorhang. In Mr. Logans Büro sind keine Vorhänge. Na, dann hinterm Schreibtisch. Das ist ein Schreibtisch wie dieser hier, durchsichtig. Ja, dann im Schrank. Aber drüben steht gar kein Schrank. Oder hinter der verdammten Tür. Sie soll mich nicht immer unterbrechen, wenn ich rede. Wo war ich denn nur stehen geblieben? Hinter der verdammten Tür. Also Mrs. Piper kam, sah den Leichnam und lief in panischer Angst davon, wie wir wissen, hinunter zu ihrem Mann. Und dadurch hatte Mr. Marshall Gelegenheit, den Toten hier in sein Büro zu schleppen. Um das Fenster öffnen zu können, legte er den Leichnam dort in den Sessel und daher die Blutflecken. Und dann trug er ihn über die Feuerleiter hinunter zu seinem Wagen und fuhr mit ihm nach Notting Hill, wo Cameron ja auch gefunden wurde. Klingt das einigermaßen vernünftig? Sie vergessen eines, Inspektor. Mrs. Piper sagt, der Tote sei mein Mann gewesen und nicht Mr. Cameron. Na ja, da habe ich mich nur geirrt. Denn Mr. Marshall lebt ja. Also nehmen wir an, er hatte den Leichnam bereits in sein Auto geschafft und kam nochmal zurück, um alle eventuellen Spuren zu verwischen. Und dabei wurde er zum zweiten Mal durch Mrs. Piper gestört. Jetzt hatte er keine Zeit mehr, sich zu verstecken und legte sich anstelle der Leiche dort in den Sessel. Und die dadurch entstandene Verwirrung bei Mrs. Piper brachte ihn später auf den Gedanken, durch sein ganz bewusstes plötzliches Wiedererscheinen hier ihre Glaubwürdigkeit gegenüber der Polizei völlig zu entkräften. Sind Sie nun zufrieden, Mrs. Marshall? Nee, ist er nicht. Es war nämlich alles ganz anders. Ach, schweigen Sie! Ich denke gar nicht dran. Ich werde doch hier nicht stillsitzen und zusehen, wie du einen Unschuldigen verhaften willst. Ich werde mal sagen, wie alles war. Nein, das werden Sie nicht tun. Oh nein, Harry, oh nein, du warst Zeit deines Lebens ein Dickkopf. Aber ich muss dir sagen, jetzt hast du ja nur ein Brett vorm Köpfchen. Hier. Na schön. Ich gehe sowieso bald in Pension und dann werden Sie sicher meinen Posten übernehmen. Das ist leider unmöglich. Ich bin bis Ende 68 ausgebucht. Na, dann fangen Sie schon an, ja? Bitte. Mr. Marshall dachte, dass sich zwischen Ihnen beiden etwas abspielte. Und er glaubte es nicht, als Mr. Westerbein das leugnete. Na schön, na gut. Am Donnerstag sollte ja nun dieser Warfield kommen. Der kam nicht. Stattdessen kam ein Zettel und darauf stand, der Name ist James Cameron. Na, das wissen wir doch ja, schon ja, alles. Ja, ich weiß, dass wir das wissen. Aber was du nicht weißt, ist nämlich, was noch auf dem Zettel stand. Und da stand drauf, und er ist jetzt in Logans Büro. Na, und woher wissen Sie das? Und wer quatscht jetzt dazwischen, wollte ich nur mal fragen. Ja. Also, Mr. Marshall machte sich auf, sofort in Logans Büro. Und da lag eine Leiche. Und jetzt saß er in der Patsche, in der Klemme. Nun kommt nämlich der Gag. Der Mörder hatte abgeschlossen. Woher wollen Sie denn das wissen? Du siehst, sowas springt mir in die Augen. Ich arbeite anders wie du. Ich gehe da so anders vor. Intuitiv gehe ich vor, ja. Also, er war eingeschlossen, bis ich kam. Ich kam, ich schloss auf. Er versteckte sich hinter der Tür, weißt du, hinter der verdammten Tür. Ich sah, die Leiche raste runter, um es Fred zu erzählen. Und von nun an geschah alles so, wie du es gesagt hast, Herrchen. Oh doch, oh doch. Und abschließend möchte ich dazu noch sagen, Mr. Marshall weiß, dass man ihn verdächtigt. Aber er sagt, das ist die Wahrheit, sagt er. Und ich muss sagen, ich glaube ihm. Wunderbar. Das sind natürlich alles nur Vermutungen von mir. Sie sind aber sehr gut. Ja. Ich danke Ihnen, Mrs. Piper. Moment, Moment. Goddard! Wenn meine Vermutungen stimmen, Lily Piper, dann sitzt du jetzt 10 Jahre hinter Schloss und Riegel. Ach bitte, Sir, ja bitte. Duzen Sie mich nicht. Goddard! Gehen Sie runter in Mrs. Pipers Wohnung, dort werden Sie Richard Marshall finden. Bringen Sie ihn sofort herauf. Ich hatte keine Ahnung, dass er da ist, Sir. Ja, ich auch nicht. Bis eben jetzt. Na, ich bin ganz Ohr. Wie haben Sie denn Marshall versteckt? Herrigin, du bist überhaupt nicht so dumm, wie ich dachte. Ja. Naja, nun habe ich das gesagt, kann ich das andere natürlich auch noch erzählen. Als ich gestern Abend in meine Wohnung runterkomme, denke ich doch, mich laustafe.
Da sitzt doch Mr. Marshall mit meinem Fred am Küchentisch, trinken Tee und rauchen Zigaretten. Und bei der Gelegenheit hat er mir dann alles erzählt. Herrchen, du weißt doch, ich habe dir immer gesagt, ich kann den Kerl nicht ausstehen. Oh, entschuldigen Sie, Mrs. Marshall, ja. Aber es ist ja kein schlechter Mensch. Sieh mal, der hat doch niemanden umgebracht. Soll das heißen, dass Marshall von Logans Anruf gewusst hat? Ja, natürlich, aber er konnte ihm nichts tun. Er war ja gar nicht weg. Hat er Ihnen gesagt, dass Sie zu Logan gehen sollen? Nein. Na, wo war er denn, als Sie weg waren? Na, in meiner Küche. Und Ihr Mann? Nur wo wohl, als dem einfiel, wie gut Korn schmeckt. Ja, dann hat Marshall kein Alibi. Ja, aber Herrchen, wenn ich dir sage, er war nicht weg? Ich halte mich an Tatsachen. Er hat kein Alibi, mit dem er seine Unschuld beweisen könnte. Er muss nicht beweisen, dass er unschuldig ist. Du musst beweisen, dass er schuldig ist. Ich kenne die Gesetze. Ja. Schließlich leben wir ja in England. Mr. Marshall, Sir. Oh, herzlich willkommen, Mr. Marshall. Mensch, Gott sei Dank. Ich hatte furchtbare Angst um dich. Wahrscheinlich war es dumm, von mir unterzutauchen. Das kann man wohl sagen. Ich hoffe, Mrs. Piper hat nicht darunter zu leiden. Sie war sehr nett zu mir. Aber, Sir, es war mir ja ein Vergnügen. Mrs. Piper kennt die Gesetze, das hat sie uns eben gesagt. Welche Strafe steht auf Beihilfe zur Flucht bei Mordverdacht? Kann das nicht abwarten, mich im Bau zu kriegen? Inspektor, stehe ich unter Arrest? Ich muss Sie bitten, mich zum Jahr zu begleiten. Ich habe einige Fragen an Sie. Verhaftet sind Sie noch nicht. Richard, bitte verzeih mir. Ich bin an allem schuld. Nein, nein, ich habe genauso Schuld. Es tut mir leid. Wollen wir gehen? Ja, vorher gehen wir in Logans Büro. Sie sollen mir zeigen, was nach Ihrer Version geschah. Mrs. Piper, Sie sollten auch mitkommen. Bitte, Sir, wenn Sie das wünschen. Aber ich möchte mich in nichts, aber auch in absolut nichts einmischen. Inspektor, brauchen Sie die Damen noch? Danke, nein. Es hat keinen Zweck, dass Sie hierbleiben. Machen Sie Schluss. Oh, danke. Sind Sie morgen hier? Oh, Verzeihung. Mr. Marshall, ich kann doch ganz bestimmt irgendetwas für Sie tun. Nein, nein, danke schön. Ich habe Mr. Marshall... Verzeihung. Ist das nicht wunderbar? Ich glaube, ich gehe heute Abend ins Kino. Ja. Sind Sie niemals frei, Mr. Goddard? Doch, heute Abend, zufällig, wie schön. Dann gehen wir vielleicht ins Odeon? Mhm. Die letzte Vorstellung beginnt um 19.15 Uhr. Ein toller Film, den will ich schon lange sehen. Ja, und wie heißt der? Keine Ahnung. Aber ist denn das so wichtig? Nee, da haben Sie eigentlich recht. Also treffen wir jetzt am Odeon, was? Ja, Wiedersehen allerseits. Mr. West dabei? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich war ganz sicher, dass Sie ein Verhältnis mit ihr hatten. Darf ich Ihnen behilflich sein, Miss Helby? Nein, nein, es war dumm von mir, mich darüber zu ärgern. Ach, diese ganze Geschichte hat die Marshalls wieder zusammengebracht. Was meinen Sie? Es sieht ganz so aus, ja. Sie entschuldigen, ich habe noch ein Telefonat. Ja, Sie konnten wenigstens etwas für ihn tun. Ich gar nichts. Ich habe alles versucht, ihm zu helfen. Und jetzt? Jetzt werde ich nicht mehr gebraucht. Aber ich bitte Sie, Inspektor, Miss Silvi, ich brauche Sie nicht mehr. Ich nehme an, dass das Ganze ein ausgezeichnet vorbereiteter Plan gewesen sein muss. Und wie stellen Sie sich den vor? Ich scheine jemandem im Wege zu sein. Jemand, der weiß, dass meine Frau mit Cameron bekannt war und dass ich sehr eifersüchtig bin. Wenn man Cameron ermordet hier in meinem Büro gefunden hätte, wäre ich natürlich sehr verdächtig. Das würde noch gar nichts beweisen. Mit einem Verdacht hat man sich auch nicht begnügt. Es wurde alles so vorbereitet, um mich zu belasten. Ja, ja, das sagen alle. Sie glauben mir nicht, dass es der Plan gelungen. Geben Sie mir einen Beweis zu Ihren Gunsten und ich werde Ihnen glauben. Aber ich sagte Ihnen doch, dass ich es nicht kann. Aber ich kann. Ich kann beweisen, dass er die Wahrheit sagt. Sie haben mir doch nicht schon wieder Informationen vorenthalten. Nee, aber ich habe eine Idee. 1, 2, 3. So, wen haben Sie denn in Verdacht? Den Täter. Ui, das ist neu. Und wen haben Sie dabei ins Auge gefasst? Na, wart es doch mal ab. Und Sie glauben, dass ich mich darauf einlasse? Haben Sie irgendwelche Beweise? Nein, keine hundertprozentigen. Aber ich habe welche, und zwar gegen Sie, Mr. Marshall. Ja, das ist auch ein Stolz, zu beweisen, dass ein Unschuldiger einen Mord begangen hat. Harry, ich kann den Täter überführen, aber ich brauche deine Hilfe. Ach, dann halte mich also doch noch nicht für so vertrottelt, hä? Ich halte dich überhaupt nicht für vertrottelt. Nun komm, du gib uns die Chance. Ich gebe Ihnen genau 10 Minuten. Goddard! Sir. In 10 Minuten verlassen wir das Haus. Mr. Marshall wird uns zum Jagd begleiten. Sehr gut, Sir. Nee, ist schon falsch. Also ich will, dass Goddard mit Mr. Marshall rausgeht und du bleibst hier. Warum? Das sage ich dir, wenn wir alleine sind. Mr. Goddard, fahren Sie nicht zum Jagd. Ist ja schade um das teure Benzin. Tun Sie jetzt so, als ob Sie Mr. Marshall verhaften und gehen Sie raus. Nein, gehen Sie nicht raus. Gehen Sie rein. Gehen Sie da rein. Inspektor? Na, Sie haben doch gehört, was unser Feldwebel gesagt hat. Herrchen, sei doch nicht so laut. Ja, soll ich also nun draußen auf Sie warten, Sir? Oder was soll ich? Nein, da drinnen. Mr. Marshall, ich muss Sie bitten, uns zum Jagd zu begleiten. Kommen Sie mit, der Wagen wartet. Wer sehr hübsch macht dann das Höchste nicht. Guck mal. Ah, auch noch die Tür zu. So,
Und jetzt rufe ich den Täter rein und frage ihn, warum er Kämmerin und Logan ermordet hat. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Nun siehst du, aber ich. Die Sache hat bloß einen Haken, er wird ihn nicht sagen. Da wirst du aber staunen, der wird mir sagen. Na, da bin ich aber sehr gespannt. Du sag mal, hier kannst du doch nicht sitzen. Da soll ich vielleicht auch noch da rein. Nee, das ist unbequem. Was? Da sind ja dann drei Personen drin. Die... Warte mal, Herrchen. Ja, da bleibt gar nichts anderes übrig, du musst den Schrank. Ich könnte doch nicht von mir erwarten, dass ich da reinkrieche. Du hast doch versprochen zu helfen. Ich habe nicht versprochen, mich in einen Schrank zu quetschen. Aber von quetschen kann doch gar keine Rede sein, Liebling. Du bist doch so schlank. Tö. Naja, vielleicht wird mir das bisschen Ruhe ganz gut tun. Ja, und geh da rein und huste nicht. Das ist auch sehr wichtig. Nee, du sollst es nicht... Ist aber eng. Nicht eng, überhaupt nicht. Niedrig. So ist doch ganz schön. Oh, huste nicht. Ah, Mr. Westerwey. Haben Sie gehört? Man hat Mr. Marshall verhaftet. Ja, das war wohl nicht zu ändern, Mrs. Piper. Mr. Westerwey, haben Sie mal einen Moment Zeit? Oh, Mrs. Piper, ich bin wirklich sehr beschäftigt. Was gibt's denn? Ach, es ist nichts von Belang. Ich wollte nur sagen, bis vor wenigen Tagen wären Sie der Letzte gewesen, den ich verdächtigt hätte. Nett von Ihnen. Aber dann fing ich an, mich zu wundern. Worüber wunderten Sie sich denn? Nun ja, zuerst habe ich natürlich gedacht, ich hätte mich getäuscht. Ja. Aber jetzt weiß ich, was ich weiß. So? Was wissen Sie denn? Dass an diesem Abend dieser Kämmerin gar nicht nach Marshall, sondern nach Ihnen gefragt hat. Nach mir? Unmöglich. Ja. Und Sie haben gesagt, Sie hätten ihn nie gesehen. Ja und? Und als ich Ihnen sagte, er hätte hierüber eine Narbe, haben Sie ein ganz verpappertes Gesicht gemacht. So? Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ist auch gar nicht nötig. Ich erinnere mich ja für uns beide. Und Sie hatten ja auch vollkommen recht. Er hatte ja gar keine Narbe. Und das wussten Sie und Baxter und Marshall und ich. Und noch etwas. Als Baxter fragte, wer von uns weiß, dass Logan in London ist, da haben Sie gesagt, Sie wissen es nicht. Und? Und als ich bei Logan war und ihm die ganze Geschichte erzählte, da sagte er, nun, ich werde Westerwey anrufen und mit ihm sprechen, sagte er. Hat er das gesagt? Ja, nun. Und wenn er mit ihm telefoniert hat, müssen Sie ja wissen, dass er in London ist. Ja, waren Sie dabei, als er mich anrief? Nein, das nicht, aber er wollte es ja tun. Ja, vielleicht hat er sich das anders überlegt, ne? Vielleicht. Ja, aber Inspektor Baxter kann ja feststellen, ob Logan Sie angerufen hat. Ah, nein, Mrs. Piper, das kann er nicht. Bei automatischen Leitungen. Ja, aber draußen in Surbiton sind die Leitungen noch nicht automatisch. Da muss man noch ein Amt verlangen. Ach ja. Wie recht Sie haben. Ich danke Ihnen, Mr. Westerwey. Ich bin sehr froh, dass wir das alles so weit geklärt haben. Und das wollen Sie alles der Polizei mitteilen? Ich denke doch, ich muss doch wohl, nicht? Ich habe doch gar keine andere Wahl. Nein, Sie haben keine andere Wahl. Mr. Westerwey, haben Sie jetzt beide Türen abgeschlossen? Ja, Mrs. Piper. Glauben Sie, es könnte jemand kommen? Man kann nie wissen, ne? Mr. Westerwey. Ja. Sie haben zwei Menschen umgebracht. Leider, Mrs. Piper. Warum haben Sie das getan? Sie müssen doch einen Grund dafür gehabt haben. Oh, ich hatte sogar einen sehr guten Grund. Wie schön, wenn man sich jemandem anvertrauen kann. Und Ihnen kann ich es jetzt ja ruhig erzählen. Ja, und das würde mich direkt mal interessieren. Also, mit einem Schlag war ich die beiden Männer los, die ich am meisten hasste. Cameron und Marshall. Ich wollte Claire, wissen Sie, sie mag mich sogar sehr. Und jetzt, wo Cameron tot ist, habe ich keinen Gegner mehr. Und nachdem Marshall nun auch nicht mehr in greifbarer Nähe ist, übernehme ich auch noch seine Firma. Es war einer meiner besten Ideen. Einen Brief an Cameron, unterschrieben mit Marshall, in dem ich ihn bat, mich hier um 8.15 Uhr zu treffen. Als er kam, wartete ich auf ihn, während Mr. Marshall in einem Café auf den nicht existierenden Mr. Warfield wartete.
Verstehen Sie das alles? Ja, ja, das verstehe ich alles. Aber was hatten Sie denn nur gegen den armen Logen? Ach, der! Wir hatten in den letzten Jahren ein paar Geschäfte miteinander. Er wusste, dass ich Claire liebte. Als Sie zu ihm gingen und ihm erzählten, was hier vorging, verdächtigte er mich, stellen Sie sich sowas vor, Mrs. Piper, mich. Und dann rief er mich an und sagte, Geld würde er gerne verdienen, egal wie, aber mit Mord wollte er nichts zu tun haben. Er wollte zur Polizei gehen, naja, das konnte ich doch nicht zulassen, ne? Ich mochte ihn wirklich gern und er tat mir riesig leid, aber irgendwie musste ich ihn doch loswerden. Und Sie mag ich auch so gern, Sie tun mir auch so riesig leid, aber irgendwie muss ich Sie jetzt auch loswerden. Es wird Sie überraschen. In diesem Schrank ist Inspektor Baxter und hat jedes Wort gehört. Oh, Mrs. Piper, nein! Oh, wollen Sie mich blöffen? Ich blöffe nicht. Harry, bitte komm raus, ja? Wer denkt, ich blöffe, Harry? Harry, halte doch nicht zu. Du hast doch jetzt Quatsch, oh, Harry. Oh, Mrs. Piper! Harry, also sowas. Also nein, es ist wirklich ein Jammer um Sie, Mrs. Piper. Mr. Westerbein, bevor Sie, bitte geben Sie mir noch ein Glas Wasser, ja? Na schön. Diesen letzten Wunsch, den werde ich Ihnen noch erfüllen. Hier ist das Wasser für Mrs. Piper. Mr. Marshall! Ich glaube, Sie wartet darauf. Geben Sie die Klinge. Stopp, mein Junge, darum wollte ich Sie gerade bitten. Legen Sie den Schlüssel auf diesen Tisch, aber bis in Dalli und Hände hoch. Sollte Harry ohnmächtig sein, versuchen Sie es mit leichten Schlägen auf den Hinterkopf. Ich wäre ja beinahe erstickt da drin. Warum haben Sie mich nicht rausgelassen? Ich hatte doch die Klinke abgerissen. Sehr witzig. Robert Westerbey, ich verhafte Sie wegen Doppelmordes an James Cameron und Peter Logan. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Strengen Sie sich nicht an, ich gebe auf. Wollen Sie ein Geständnis ablegen? Wenn ich Ihnen damit eine Freude machen kann... Dann setzen Sie sich mal dahin und schreiben Sie. Ja. Mrs. Piper, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich wüsste was, Sir. Ja, bitte? Ach, Sir, geben Sie mir doch den Knopf. Sie haben ihn doch. Ja? Ja? Harry, guck mal, ich hatte recht, er hat den Knopf. Aber den geben Sie besser mir. Geben Sie ihn ihm, wenn er dranhängt, ich brauche ihn. Und jetzt noch die Unterschrift. So, Goddard, führen Sie ihn ab. Los, Hände hoch, gehen Sie schön langsam vor und keine dummen Tricks. Schade, Mrs. Piper, dass wir unsere nette Unterhaltung nicht zu Ende führen konnten. Ja, das ist ein Jammer, wie Sie vorhin so schön bemerkten. So, los, Mann, los, ich hab's eilig, ich muss noch ins Kino. Inspektor, ich habe das Gefühl, Mrs. Piper hat so eine Art Orden verdient. Ach, das überlassen Sie besser mir. Wollen Sie nicht zu Ihrer Frau? Sie wird sich Sorgen machen. Ja, lassen Sie mich denn gehen? Ja, auf meine Verantwortung. Aber bitte seien Sie morgen früh pünktlich im Büro. Hier muss mal wieder Ordnung reinkommen. Ja, ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Das Beste wird sein, Sie übernehmen auch noch die Firma. Das ist eben ein Herr. Nun sage mal du. Freust du dich denn, wie schön ich dir deine Schularbeiten gemacht habe? Das hätte ich auch ohne Sie geschafft, wenn Sie mir nicht so viel verschwiegen hätten. Herrchen, wir sind allein. Du kannst Lilly zu mir sagen. Na schön, also... Lilly, ich danke dir und entschuldige bitte, wenn ich manchmal ein bisschen grob zu dir gewesen bin. Noch ein Herr. So, und jetzt das... Was hast du? Es ist weg. Was? Das Geständnis unterschrieben in Zeugengegenwart, ein Geständnis wie im Bilderbuch. Ach, das staune ich aber. Moment. Also das ist diese ekelhafte... Halt, Mrs. Piper! Also weißt du, Harry... Wie du mit deinen Sachen umgehst.